sind noch nicht alle da. Fast alle da. Da sind mehr Beamte wie Gemeinderäte da heute. Jetzt sind wir wirklich vollständig, gell? Oder? Oder? Also, ich eröffne und ich begrüße. Ich stelle fest, dass wir alle ordnungsgemäß einberufen wurden. Das finde ich immer die interessanteste Feststellung von allen. Beurlaubt sind die Frau Gemeinderat Dr. Maukner in ihrer Vertretung, Frau Gemeinderat Markowitz, Frau Gemeinderat Dr. Werner in ihrer Vertretung, Herr Gemeinderat Wira und Frau Gemeinderat Lehner in ihrer Vertretung, Herr Gemeinderat Kanzler. Servus, welcome back. So, ich gebe bekannt, dass die Frau Gemeinderat Siebert beurlaubt ist oder um Beurlaubung ersucht hat und ich darf an ihrer Stelle, ist sie da, Frau Gemeinderat ins B, Magister Evelyn Feichner-Tiefenbacher angeloben. Ist sie hier? Ja, dann kommen sie außer, da auf. Ja. Und ich bitte den Herrn Magistratsdirektor, die Gelöbnisformel zu verlesen und dann geben Sie mir einfach die Hand. Ich gelobe, die Gesetze des Bundes und des Landes Salzburg gewissenhaft zu beachten, meine Aufgabe unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheitspflicht zu wahren und das Wohl der Stadt Salzburg nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Wunderbar, alles erledigt. Bitte, Frau. Das mache ich jetzt in einem. Mach's von hier aus. Es ist eine nette Angelegenheit, wenn man am Tag des Gemeinderates einer Gemeinderätin oder einem Gemeinderat zu einem runden Geburtstag gratulieren darf. Möchte, gell, war eine nette Geschichte. Heute ist die Ingeborg Haller exakt 30 Jahre alt geworden. Herzliche Gratulation. Ja, ich bitte um Verständnis, dass wir den Gemeinderat hierher verlegen mussten, weil aufgrund diverser Abwesenheiten und aufgrund der Tatsache, dass die Tribüne heute nicht zur Verfügung steht und das alte Rathaus noch nicht zur Verfügung steht, wir hierher ausgewichen sind. So, wichtige Mitteilungen, außer dass das Ganze wieder im Internet übertragen wird. Die Genehmigung der Verhandlungsschriften vom 7.7.2010 und 25.10.2011. Gibt es dagegen einen Einwand? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich einen Antrag Fahrradmobilität für Touristen. Rudi. Ein Dringlichkeitsantrag für die heutige Sitzung vor. Gemeinderatsclub der FPÖ. Die Stadt Salzburg bekennt sich dazu, die an den Stadtgrenzen gelegenen Park- und Reitparkplätze auszubauen und zu attraktivieren. Und die Stadt Salzburg setzt die geeigneten Maßnahmen, um an den Park- und Reitplätzen und am Bahnhof den Verleih von Fahrrädern anzubieten. Er hat finanzielle Folgen, kann man die Dringlichkeit nicht zuerkennen, aber wir werden es der geschäftsordnungsgemäßen Behandlung zuführen, Herr Kollege Schöppel. Gell? Haben wir weitere es Anträge? Liegen mehrere Antragsbegehren für die heutige Sitzung vor. Gemeinderatsclub der FPÖ. Der Gemeinderat ersucht den Salzburger Landtag, das Stadtrecht dahingehend zu ändern, dass erstens alle Spenden an die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, ungeachtet ihrer Höhe, jährlich dem Kontrollamt zu melden sind. Zweitens, diese Spenderlisten dann jährlich im Kontrollamtsbericht über die Verwendung der Fraktionsgelder zu veröffentlichen sind. Drittens, bei Zuwiderhandlungen gegen diese Meldepflicht Sanktionen drohen und überdies viertens den Fraktionen die Aufnahme von Schulden untersagt ist. Es liegen weitere Anträge vor, die meisten von Gemeinderätin Magister Haller. Die Stadt Salzburg kauft ein Geschirrmobil an,
das bei Veranstaltungen gemietet werden kann. Die dafür notwendigen Kosten sind spätestens im nächsten Budget 2013 vorzusehen. Die Weitergabe des Geschirrmobils erfolgt entweder durch die Stadt selbst oder durch einen geeigneten Kooperationspartner, wie beispielsweise die Salzburg AG oder eine ähnliche Einrichtung. Ein weiterer Antrag von Gemeinderätin Magister Haller. Am Mozartplatz wird bis Oktober 2012 ein Kanal- und Wasseranschluss errichtet. Im Falle der zivilrechtlichen Genehmigung für die Errichtung eines Eislaufplatzes samt Gastronomie, ungeachtet, ob eine getrennte oder einheitliche Vergabe erfolgt, wird die Auflage erteilt, dass der Ausschank von Speisen und Getränken in einem Mehrwegsystem erfolgt. Die Kosten für die Errichtung des Kanal- und Wasseranschlusses werden im Falle einer mehrjährigen Vergabe des Eislaufplatzes und der Gastronomie vom Betreiber getragen bzw. refundiert. Ein Antrag von Gemeinderat Dr. Hüttinger. Die Öffnungszeiten der städtischen Freibäder sind umgehend so auszuweiten, dass das Frühbaden ab 7 Uhr im Freibad Leopoldskron und das Nachtbaden bis 22 Uhr an besonders warmen Tagen im Volksgartenbad wieder ermöglicht werden. Ein Antrag von Gemeinderätin Sagi. Der Magistrat als einer der größten Arbeitgeber der Stadt soll mit Jahresbeginn 2013 pro Abteilung mindestens 10 Lehrstellen für Jugendliche anbieten. Die Weiterbeschäftigung der fertig ausgebildeten Jugendlichen erfolgt gemäß den jeweils gültigen Stellenplänen. Und den gemeinderätlichen Organen ist bis zu den Budgetberatungen und der Vorlage des Stellenplans für 2013 ein diesbezüglicher Amtsbericht mit einem Vorschlag für die Situierung der geforderten Ausbildungsplätze zur Kenntnisnahme vorzulegen. Das waren die Antragsbegehren für die heutige Sitzung. Gut, das werden wir alles der geschäftsordnungsgemäßen Behandlung zuleiten. Dann habe ich die Nachricht bekommen, dass das Begehren auf mündliche Anfragebeantwortung zurückgezogen wurde. Und jetzt gehen wir in die Tagesordnung. Änderung in der Besetzung von Ausschüssen, Hüttinger, so beschlossen. Unipark Nontal, Wörndl, so beschlossen. Peter-Pfenninger-Schenkung, so beschlossen. Dann haben wir die ganzen Verlängerungen der mittelfristigen im Senat, war das Stimmverhalten, gleich. Im Senat war das Stimmverhalten so, Protokollanmerkung ÖVP gegen FP und ich habe eine Wortmeldung. Tatzel, bitteschön. Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine Damen und Herren. Die Stadt als verlässlicher Partner für Kulturinitiativen und Sozialvereine. Das ist etwas, worauf die Stadt Salzburg stolz sein kann und wozu wir uns auch bekennen. Wozu wir uns aber nicht bekennen, das ist, dass es ein Vorgriff auf die Budgetverhandlungen 2013 und 2014 sind. Und im letzten Jahr hatten wir die gleichen Diskussionen. Und da wurde uns seitens des Bürgermeisters versprochen, dass Verlängerungen, die über das Budgetjahr hinausgehen, zukünftig in den bekannten Kulturklausuren dann im Budgetsenat und in der Restantenrunde geklärt werden. Heuer liegen wieder heute 6 Akte vor, wo die mittelfristige Finanzplanung über 2013 und 2014 hinaus beschlossen werden soll und eine Erhöhung von insgesamt 74.000 Euro pro Jahr zu Buche schlägt. Jetzt kann man über die einzelnen Institutionen trefflich streiten, ob das notwendig ist oder nicht. Manche erhalten 700 Euro Erhöhung, die anderen 22.000. Da mag es Gründe geben dafür. Wofür es aber keine Gründe gibt, das ist, dass diese Amtsberichte jetzt beschlossen werden und den Budgetberatungen daher auf 2 Jahre vorgegriffen wird. Aus diesem Grund stelle ich den Antrag, die folgenden 6 Amtsberichte mögen zu den Budgetberatungen zurückgestellt werden. Gemeinderat kann das beschließen, das ist klar, aber ich lasse über den Antrag abstimmen, wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, Antrag ist abgelehnt, lasse über den Hauptantrag abstimmen oder können wir en bloc über alle diese Anträge abstimmen? Also es ist in dem Fall dann gegen Tatzel, BZÖ und FPÖ, habe ich das richtig und mit Protokollanmerkung ÖVP, habe ich das richtig? Dann lasse ich mit Ausnahme von St. Virgil jetzt einmal abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. So beschlossen. Jetzt lasse ich über St. Virgil Punkt 1 abstimmen. Wer damit einverstanden ist,
bitte ich mein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Gegen Dazl und SPÖ, FPÖ so beschlossen. Und Punkt 2, das ist die Investition. Das hat sie dafür oder wie oder was? Gegen F. Seid ihr jetzt dafür oder dagegen? Gegen F, okay, gut. Gegen F, ja, so beschlossen, der Punkt 2. Dann sind wir bei den Seniorenheimen, die bauliche Erneuerung, Himmelfreund Beutner, Lauder V, so beschlossen. Dann Vorsteuerabzug für Schulen, Steuer auf Bildung, sage ich jetzt einmal. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, es ist einstimmig. So, und jetzt kommen wir zu unserem Lieblings- und Leibthema der vergangenen Wochen. Bevor ich eine Flut von Wortmeldungen jetzt zulasse, möchte ich schon auch ein paar Bemerkungen meinerseits dazu machen. Erstens einmal, lassen wir die Kirchen im Dorf. Was da in der letzten Zeit an, ich sag's mal so, an rhetorischer Eskalation betrieben wurde, spottet jeder Beschreibung. Ich meine, von einer Todeszone zu sprechen, ist ja wirklich etwas strange. Was es ist über die Mittagsstunden vom 16. Juli bis 17. August, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, von 10 bis 14 Uhr, die Zufahrt über den Müllner Hügel, baustellenbedingt ohne dies unmöglich, und übers Neutor. Das ist es. Mehr ist es nicht. Und das probieren wir jetzt einmal aus und schauen uns das an. Und das Signal war notwendig. Ich sage euch, auch die Umlandgemeinden klagen mittlerweile über die Verkehrsflut, die durch sie hindurch braust. Wenn es regnet, dann stehen nämlich die Autos also auch, was weiß ich, Richtung Flachgau aus, im Stau. Und auch die haben wirklich berechtigtes Interesse, dass da was passiert. Zweitens, ich würde wirklich bitten, auch im Sinne der Altstadt und des Altstadtverbandes, hier auch eine Deeskalation der Rhetorik vorzunehmen. Man vertreibt, ich habe wirklich den Eindruck, man vertreibt die Kunden. Wenn man ihnen vormacht, und ich habe mit sehr vielen gesprochen, die sehr gut informiert sind und trotzdem gemeint haben, es kommt die totale Sperre, die ja bekanntlich nicht kommt. Also auch mein Appell an den Altstadtverband, ober vom Gas und einfach mal wirklich über das zu reden oder nur von dem zu reden, was tatsächlich Sache ist. Und letzte Bemerkung meinerseits, es gibt ein Weißbuch der Europäischen Union. Das sieht emissionsfreie Stadtlogistik bis 2030 vor. Jetzt werden es alle sagen, 2030, das ist ja noch lang und das kommt nicht so schnell. Es geht relativ rasch. Viele hier Anwesende sind schon bald einmal 20 Jahre in der Funktion hier im Gemeinderat oder in der Stadtregierung. Das ist jedenfalls weniger als diese 20 Jahre. Wir werden vielleicht damit nicht mehr konfrontiert sein, aber in der Vorbereitung werden wir damit konfrontiert sein. Emissionsfrei heißt, dass jedenfalls die jetzige Form des Antriebs Verbrennungsmotoren dann wahrscheinlich nicht mehr zugelassen sein wird. Und ein Weißbuch ist meistens der Vorgänger oder die vorläufige Version einer entsprechenden Gesetzgebung. Das heißt, wir werden uns in absehbarer Zeit, das muss ja vorbereitet sein, mit Alternativen beschäftigen müssen. Ob das jetzt E-Mobile sind, ob das andere Antriebsformen sind. Also das kommt auf uns zu, ob wir es wollen oder nicht. Und das Ganze nicht aus ideologischer Sicht, sondern weil es hier um die Luftgüte geht. Ich erinnere, der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagel, ÖVP, ist einer der heftigsten Verfechter dieser Neuregelung. Und in München haben sie es in Teilen auch schon eingeführt. Also beschäftigen wir uns bitte lieber mit der Zukunft und wie wir das regeln, als dass wir jetzt in eine Weltuntergangsstimmung verfallen. So, jetzt warte ich gespannt auf Wortmeldungen. Michi Wanner ist der Erste. Sonst niemand? Mechthilde Kirsch, die Nächste. Okay. Macht's einmal los. Bitte, Michi. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, das nächste Mal werden wir wahrscheinlich im Planungsausschuss da umgehen, weil im Planungsausschuss hatten wir wesentlich weniger Platz zum Argumentieren und zum Beratschlagen wie jetzt hier herüben. Ich möchte aber beginnen mit einem Artikel des Heinrich Breidenbach aus dem Salzburger Fenster, der von schrecklichen Orten berichtet, die den Autoverkehr nicht mehr zulassen. Und er spricht da von Orten wie dem Petersplatz in Rom, er spricht von der Insel Capri, vom Markusplatz in Venedig, von Zermatt
und Mürn in der Schweiz. Und ich füge jetzt noch Barcelona, die Innenstadt, dazu. Das sind alles Orte, die autofrei sind, jedoch bestens florieren, Zustrom von Touristen und die Wirtschaft einwandfrei funktioniert. Also weit und breit keine Untergangsstimmung. Bei uns wird die Erweiterung der Innenstadt autofreien Zone diskutiert, angesprochen. Und was passiert? Es gibt einen Schulterschluss der Gegner unter der Federführung der ÖVP und der Wirtschaftskammer, die wie üblicherweise und jährlich wiederkehrend den Untergang der Innenstadt auf die Tafel schreiben. Sie reden von einer Sperre und Gastronomen in der Innenstadt, wo man eigentlich annehmen sollte, dass sie mit Fremdenverkehr etwas am Hut haben, Fremdenverkehr-Experten sind und etwas mit Marketing verstehen, machen den Wahnsinn von einer Todeszone bzw. von Ground Zero zu reden. Es ist ein Wahnsinn für diese Stadt, solche Worte in den Mund zu nehmen. Aber jetzt gehen wir mal die Geschichte dieser Fußgängerzone und der Autofreiwerdung der Innenstadt an. Am 9.11.1970 hat das erste Mal die Arbeiterkammer vorgeschlagen, die Innenstadt zu einer Fußgängerzone zu machen. Ha, und was war jetzt? Reflexartig kam die damalige Handelskammer auf die Idee, dass das der Untergang der Altstadt sein wird und dass alle Betriebe abwandern werden, wenn das so durchgeführt wird. Das ist eine typisch reflexartige Reaktion. Ein Jahr später, und jetzt lasse ich euch dann raten, gab es wieder eine Untergangsstimmung. Jetzt überlegen wir mal, von welcher Partei das sein könnte. Richtig, wieder von der ÖVP. Aber jetzt haltet euch fest, es war der Vizebürgermeister Klärin, der das Ganze in einer anderen Situation gesehen hat. Klärin sagt, wenn wir nicht bald etwas machen mit unserer Innenstadt, dann haben wir bis 1974 das Chaos in der Stadt. Wir können nicht mehr Auto fahren, wir können nicht mehr parken. Die Staatsbrücke wird diesen Verkehr nicht aufnehmen. Also, das ist eine sehr zukunftsweisende und gescheite Ansage vom ÖVP-Vizebürgermeister in der damaligen Zeit. Es hat dann noch 2 Jahre gedauert, bis sich wirklich alle Fraktionen des damaligen Gemeinderats im Jahr 1973 zur Innenstadt-Fußgängerzone durchgerungen haben. Es wurde damals der Fürstenbezirk frei vom Ruhenden und frei vom Durchzugsverkehr gestellt. Wir wissen, dass das nicht ganz so war. Wir haben bis vor ein paar Jahren gebraucht, bis wir das nachhaltig machen konnten. Aber am 9. Juli 1973 sind 10.000 Salzburger und Fremde in der Fußgängerzone gestanden und haben die neue Fußgängerzone gefeiert. Medial kam durch, dass das eine kulturelle Großtat ist. 1983 wurde die Fußgängerzone dann noch einmal erweitert um den Max-Reinhardt-Platz, Hofstallgasse, Toscanini-Trakt. Und in den Auszügen des Gemeinderats waren alle Fraktionen mit einigen Anpassungen und Zusatzanträgen damals dafür, diese Innenstadtregelung für die Fußgängerzone so durchzuführen. So, jetzt haben wir 30 Jahre danach, circa 30 Jahre danach, und was passiert? In einer reflexartigen Weise geht die ÖVP und sagt, na, diese Verkehrsmaßnahme können wir nicht mittragen, weil es geht ja wieder einmal unsere Innenstadt, Cari. Aber das haben wir ja schon öfter gehabt. Ich denke nur an die Busregelung, wo wir die Buskorridore in die Stadt Salzburg aufgelöst haben, wo wir die Verantwortung zurückgegeben haben an die, die hereinfahren. Was hat es damals gegeben? Die Innenstadt wird untergehen. Die Durchfahrtsverhinderung in der Altstadt, wo wir einfach die Einbahnregelungen so gestaltet haben, dass man nicht mehr durchfahren kann. Reflexartig, die Innenstadt geht ein, die Innenstadt geht unter. Die Überwachung der Fußgängerzone mit einem effizienten
und etwas günstigeren Videokamerasystem wurde ja bekanntlicherweise verhindert. Und die Boller-Regelung, die damals kräftigst bekämpft wurde, eingeführt. Und heute sind auch die Innenstadtkaufleute glücklich und keiner regt sich mehr auf. Im Gegenteil, es ist die Lösung für die Innenstadt und die Kaufleute. Und deswegen fordere ich da die ÖVP auf und bitte sie, zukünftig bei der Gestaltung unserer Innenstadt mitzuarbeiten und nicht gleich von vornherein nachzogen. Bei der FPÖ wissen wir, dass sie ja intern uneins ist, sind ja nicht alle für diese Nichtzustimmung der Regelung. Es gibt schon Stimmen, die dafür sind. Und wenn man so manchen Arbeitsweg eines Mandatars nachvollzieht, dann weiß man, warum die dagegen sind. Aber dass man dann zum Schluss noch ganz vordergründig und durchsichtig daherkommt und ein bisschen basisdemokratisch spielt, weil 1,5 Straßen für 4 Stunden gesperrt werden und da eine Volksabstimmung haben möchte, das finde ich sehr, sehr lustig. Aber jetzt gehen wir mal auf den Inhalt dieser Sperre. Was passiert eigentlich? Der Großteil ist Durchzugsverkehr. Das heißt, 80% des Verkehrs fahren nur durch die Innenstadt durch. Und es ist Ziel und Zweck, diesen Verkehr zu minimieren. Und das wird verhindert, indem man die Innenstadt vom 16.06. bis 17. des Folgenden, vom 16.07. bis 17.08. autofrei hält und möglichst diesen Verkehr heraußen lässt. Es gibt notwendige Ausnahmen, die auch unbestritten sind, aber es bleibt. Die Fußgängerzone, genauso wie sie jetzt ist, da ändert sich nichts. Es sind bestens erreichbare Innenstadtrelationen. Sie dürfen weiter bis zum Neuter fahren, bis zu den Garagen. Wir haben im Norden, Süden überall Garagen, die anfahrbar sind. Und jetzt kommen dann die Kritiker. Wir haben das zweitgrößte Garagennetz von allen Städten in Österreich. Wien ist ein bisschen besser wie wir. Aber das hat Salzburg. Und die Innenstadt ist bestens erreichbar und fußläufig erreichbar von der S-Bahn-Station Altstadt-Mülln. Selbst wenn ich vom Bahnhof einergehe, gehe ich eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten. Zahlreiche Dutzende Busse kommen aus allen Himmelsrichtungen und fahren in die Innenstadt ein. Das Radnetz, jährlich prämiert, ist eines der besten. Die Fußläufigkeit ist gegeben und notfalls kann ich auch mit dem Taxi hereinfahren. Und dann reden einige von Sperren. Also das ist die Öffnung und das ist das Öffnen der Innenstadt für einen Wohlfühlbesuch, so würde ich es nennen. Ziele sind dieser Maßnahmen die Stauvermeidung und ich hoffe in weiterer Zukunft auch die Stauvermeidung für unsere Mitbürger außerhalb der Innenstadt. Die an der Ignaz-Harrer-Straße, an der Max-Kleiner Hauptstraße und so weiter wohnen, die das tägliche Sommerdesaster miterlebt haben. Das ist ein Ziel. Die Besucherfreundlichkeit der Stadt Salzburg zu heben, indem man den Gästen Parkplätze anbietet, wo sie dann alle 5 Minuten mit einem Bussystem, unserem öffentlichen Bussystem, um 10 Euro hereinfahren können mit der ganzen Familie. Und wie heute schon gesagt wurde, der Umweltgedanke spielt leider noch nicht die große Rolle. Aber das Weißbuch der EU zum Verkehr und zur Umwelt sagt eindeutig, wir müssen etwas ändern. Und in den Punkten 2.3, integrierte urbane Mobilität, werden eigene Maßnahmen und zahlreiche Maßnahmen aufgeführt. Wir fangen jetzt an. Ich weiß, da spreche ich den Grünen ins Wort, wir hätten vielleicht schon früher anfangen sollen, uns darüber Gedanken zu machen. Und im Punkt 2.4 wird der umweltfreundliche Stadt- und Pendelverkehr beschrieben. Sollten wir uns im Gemeinderat einmal zu Gemüte führen. Die Maßnahmen bedürfen einer ordentlichen Information. Und da gibt es mehrere Zielgruppen. Einerseits den Tagestouristen, der in unsere Stadt hereinkommt, der gehört informiert. Es gehören die Einheimischen informiert, und es gehören die Besitzer von Ausnahmen informiert. Und zu dieser Informationsveranstaltung wird, soviel ich weiß,
nach einer Ausarbeitung unseres Marketing-Service mit zahlreichen Punkten und auch der zustehenden Finanzierung diese Woche geladen und die Umsetzung fixiert. Bestmöglichst vorbereitet. Ich danke da auch der Marketingabteilung, die sich da wirklich einiges überlegt hat. Was mir ganz wichtig ist, dass man nach dieser Sommerphase auch eine Evaluierung des Sommerprogramms, der Sommerregelung durchführt. Das heißt, wir müssen schauen, was kann man verbessern, wie kann man noch effizienter sein, was können wir machen, damit eventuell auftretende Fehler, und es ist ja nicht auszuschließen, dass diese auftreten, die nächsten Jahre oder zukünftig nicht mehr gemacht werden. Was ich mir wünschen würde, sind Gäste, die nicht genervt im engen Auto drinnen sitzen, durch die Max-Kleiner Hauptstraße hereinstauen, dann einen Parkplatz suchen, womöglich den nicht mehr finden, woanders hin umgelenkt werden und dann kaum mehr Zeit haben, unsere schöne Innenstadt zu betrachten und zu betreten. Ich würde mir wünschen, Gäste, die einen Park-and-Ride-Platz finden, im 5-Minuten-Takt mit unseren O-Bussen um 10 Euro die ganze Familie hereinfahren können, die Stadt zum Einkaufen erleben können, ein richtiges Wohlfühl Erlebnis in unserer Stadt haben und am Ende eines stressfreien, staufreien Tages sich sagen, in diese Stadt komme ich wieder, diese Stadt ist toll. Ich fordere alle auf, hier mitzuarbeiten. Danke, Kollege Warner. Kollegin Schmidt, Kirsch, bitte. Noch ein Schöpfer. Hoher Gemeinderat, werte Damen und Herren, Sommerverkehrsmanagement Altstadt Salzburg heißt heute dieses Thema. Innenstadtsperre, da sind wir im Planungsausschuss belehrt worden, sagen ja nur die Gegner, die unbedingt dieses Wort Sperre sagen wollen. Denn wir sind dazu veranlasst worden, endlich dieses Wort fallen zu lassen. Denn es war wortwörtlich gemeint, spielt ihr dieses Spiel mit der Sperre weiter, dann seid aber auch ihr schuld, wenn wirklich niemand mehr kommt. Solche Sätze sind pubertär und bei keiner Erziehung anwendbar, machst du das und dann passiert das. Es ist alle Jahre wiederkehrend, dieses Thema Sperre der Innenstadt, Verkehrsberuhigung, Parkplätze, Park und Ride, Parkhäuser. So wie das Amen im Gebet kommt das. Meiner Meinung nach kommt das immer zu spät. Immer kurz bevor dann der Sommer wirklich kommt, soll man schnell einen Amtsbericht durchdrücken und schnell praktisch abstimmen, damit wir ja doch noch Gelegenheit haben, die Bevölkerung zu informieren, die Touristen zu informieren, die Wirtschaft zu informieren, die, nehmen wir mal an, Asfinag zu informieren, transparente vorbereiten zu lassen und. Kostet auch alles Geld. Wo haben wir das Geld? Nirgendwo budgetiert, weil niemand über das ganze Jahr hinweg sich über dieses Thema Gedanken macht. Es gibt so viele tolle Projekte, die in Salzburg gemacht werden, wo sich Bürgerinnen mit Experten, mit Politikern zusammensetzen. Nennen wir jetzt einmal das Projekt Beruhigung Max-Kleiner Hauptstraße. Nennen wir das Projekt Schall-Moos Ideenwerkstatt. Warum kann man nicht einmal ein Projekt machen? Was machen wir verkehrsmäßig mit unserer Innenstadt? Mit Bürgern, Politikern, der Wirtschaft, dem Tourismus, dem Busunternehmen und auch meiner Meinung nach einmal auch mit der Asfinag zusammen. Mit der müsste meiner Meinung nach wirklich auch einmal ordentlich gesprochen werden. Es muss wirklich mal ordentlich diskutiert werden, könnte ich nicht doch eine Befreiung des Autobahnringes für die Touristen, für den Schwerverkehr haben. Dann würde da sehr viel Verkehr schon einmal wegfallen. Die ganzen Deutschen, die von der Autobahn hereinkommen, umzuleiten auf den Park- und Reitplatz im Messezentrum, müssen runterfahren von der Autobahn und bundesstraßenmäßig wieder hinfahren, weil sehr viele kein Pickerl haben.
Was nützt mir dort ein Park-and-Ride-Platz, wenn ich von einer ganz anderen Richtung komme? Wo ist ein Parkplatz, wenn ich vom Deutschen Eck rüberkomme? Löblich ist, dass endlich anscheinend gelungen ist, wenigstens heuer mal 400 Stellplätze am Flughafen zu bekommen, dass man dort ableiten kann. Wo ist der Garagenring rund um Salzburg? Wo habe ich die Möglichkeit? Und der Gemeinderat Wanner hat gesagt, jeder kann die Stadt in Ruhe besichtigen, weil er hereinfahren kann, in der Max-Kleiner Hauptstraße und in die Altstadtgarage fahren kann. Ja, nett, nur wenn ich heuer ableite vor der Altstadtgarage, dann ist dort ein Stau. Dann kann der wirklich in die Garage fahren will, auch nicht mehr hereinfahren. Und dann fange ich mich an zu fragen, was ist wirklich mit der Umwelt, mit dem Gedanken? Ein flüssiger Verkehr, wir haben es gehört, durch die Stadt Salzburg, wo ich ja eigentlich sowieso keine Parkplätze brauche, sondern nur durchfahre. Oder ich habe vor Müllnerhügel den Stau, vor der Staatsbrücke den Stau, weil ich darf nicht mehr rechts abbiegen, und ich habe den Stau vorm Neutor. Diese Abgase dieser Schlangen von Autos möchte ich nicht im Gegensatz sehen, wenn dieser Stau nicht wäre und man würde durchfahren. Also das ist auch zu bedenken. Das ist praktisch eine Milchmädchenrechnung und das Kind mit dem Bade auszuschütten. Das Ganze ist für die Stadt Salzburg trotz allem meiner Meinung nach ein Image-Schaden. Und der Image-Schaden ist nicht hergeführt von denen, die dagegen sind. Die Verkehrsberuhigung ist nur eine Verlagerung der Stauzone. Und warum muss auch heuer zum Beispiel der Müllnerhügel gesperrt werden? Ich habe mir immer gedacht, Grabungsarbeiten dürfen während der Festspielzeit nicht sein. Aber vielleicht irre ich mich da. Das ganze Problem wäre wirklich zu lösen mit einer richtigen Beratung, mit einer richtigen Verkehrsmanagement, das sich darum kümmert, wie kann ich das wegbringen. Ich sehe schon ein, dass sehr viele Sachen auch ihr Gutes dabei haben. Man möchte nicht immer alles verteufeln. Aber wenn bis 2030 die Innenstadt emissionsfrei sein soll oder sein muss, dann muss ich wirklich in der Peripherie anfangen, mir auch mit Parkplatzmöglichkeiten diese Freiheit zu erkämpfen. Die Parkplatzmöglichkeiten müssen natürlich dann so gewählt sein, dass ich dann nicht wieder Stunden mit Obus oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinein brauche. Shuttlebusse wären da zum Beispiel anzudenken. Was kann passieren? Ich möchte niemanden verteufeln. Ich möchte nicht sagen, dass die Stadt stirbt oder Schwarzmalereien. Aber was kann trotz allem passieren? Es kann passieren, dass wirklich sehr viele Leute genervt sind und ach so gut hat doch Stadt Salzburg keinen Garagenring außerhalb, sondern Einkaufszentrumsring außerhalb. Ja, da kann ich dann ohne weiteres zufahren, da habe ich dann alles drinnen, alle meine Fachgeschäfte und auch die Gastronomie. Wer braucht wirklich dann noch die Innenstadt, die ja, wie wir alle wissen, von vornherein schon anfängt zu verkitschen, renommierte Geschäfte, die ich noch aus meiner Kindheit kenne, die noch da sind, haben auch schon nur mehr ihre ganzen Kitschständer da, weil sie sonst das Geld in dem Sinn nicht mehr machen. Der Herr Bürgermeister hat einen Kniefall gemacht vor der Bürgerliste und hat auch sein Wort gebrochen, indem er gesagt hat, laut Medien, er wird nichts dagegen unternehmen, wenn der Altstadtverband dagegen ist. Wort gebrochen. Auch lesen wir in einer Zeitung, dass das Ganze für den Herrn Bürgermeister schon langsam ein Kasperltheater ist. Wäre das Thema nicht so ernst für Salzburg, könnte ich ihn dabei pflichten. Nur, Herr Bürgermeister, überlegt dir bitte, wer die Teilnehmer sind, wer der Kasperl ist und wer das Krokodil. Ich überlasse das Ihrer Fantasie. Gut, ich werde in mich gehen und wenn ich dann zur Erkenntnis gekommen bin, welcher dieser Gattungen ich angehöre, sage ich es euch rechtzeitig. Nur ein inhaltlicher Aspekt noch, die EU oder das Weißbuch der EU spricht von der gesamten Stadt, also nicht nur von der Innenstadt, sondern es geht um eine Stadtlogistik. Und da wahrscheinlich vor allem um die verkehrlich besonders belasteten Stadtteile, also da reden wir dann wahrscheinlich von Lehn und ähnlichen Stadtteilen, nur dass das auch gewusst ist. So, ich habe jetzt einfach, um es
vorzulesen. Wortmeldungen noch von den Kolleginnen und Kollegen Schöppel, Bräuner, Schmidt, Plagi und Karl. Und dann noch Fuchs. Und darf ich dann die Rednerliste schließen, weil wir haben eigentlich haben wir alles gesagt. Badutsch möchte auch noch was sagen. Dann ergänzen Sie das. Nein, Schatz, wir haben wirklich so, ja, ich nehme die eh dran. Aber es ist, glaube ich, wirklich alles gesagt, was zu sagen war. Und dann ergänze ich jetzt noch. Ja, deine Fraktion hat sich schon zu Wort gemeldet, aber du kannst dich gerne auch noch zu Wort melden. So, dann habe ich jetzt noch. Weiser, ja, bitte. Ich frage ja nur, nachdem bis jetzt niemand aufgezeigt hat oder nur wenige aufgezeigt haben, dass wirklich alle dran, dann habe ich jetzt nochmal, ich lese es nochmal vor, dass ihr das korrigieren könnt. Schöppel, Bräuner, Schmidt, Plagi, Karl, Badut, Statzel, Weiser, Fuchs. Ihr könnt es auch ein bisschen mixen. Gut, dann lasse ich es offen. Dann machen wir weiter mit dem Kollegen Schöppel. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, ich freue mich natürlich über die sehr zukunftsweisende und fortschrittliche Ausgestaltung des Sitzungssaales. Offensichtlich hat ja da der eine oder andere die Zeichen der Zeit verstanden. Ich gebe Ihnen recht, die Emotionen gehen bei der Frage Innenstadtsperre in unserer Stadt sehr hoch. Und die sachliche Auseinandersetzung, sie fehlt bisher. Selbstverständlich freue ich mich und ich nehme doch an alle da herinnen über engagierte Bürger, die sich für oder gegen eine Sache engagieren. Aber eines, und da muss ich dem Herrn Bürgermeister recht geben, die rhetorische Eskalation der letzten Wochen bei diesem Thema sollte einen nachdenklich schinden. Eine rhetorische Eskalation, die allerdings von Fraktionen und Parteien ihren Anbeginn genommen hat, die in dieser Stadtregierung sitzen. Eine Stadtregierung, die es schafft, die Bürger zu entzweien, die Bürger auf die Straße zu bringen und die es schafft, Anlass für eine rhetorische Eskalation zu sein, die ich hoffe, dass niemand hier erinnern will. Ist das nicht der Beginn des Scheiterns einer Stadtregierung? Sollten Sie nicht als Stadtregierung zusammenarbeiten, gemeinsam Ideen und Projekte für die Zukunft dieser Stadt entwickeln, um dann mit dem Bürger und auch mit der Opposition in einen Dialog zu treten, anstatt von Ihrer Seite aus hüben und drüben Bürger zu mobilisieren, Bürger auf die Straße zu bringen? Ja, man kann sogar jetzt mittlerweile Regierungsmitglieder dieser Stadtregierung beobachten, wie sie an Demonstrationen beim Schloss Mirabell gegen die eigene Stadtregierung mitnimmt und das eine und der andere Trillerpfeifchen noch gesehen wird. Das ist die Zusammenarbeit dieser Stadtregierung, wie sie hier oben sitzt. Das ist die Führung für unsere Stadt, für unsere Bevölkerung. Ich hätte gedacht, Regierung sollte Ideen vorgeben, sollte gemeinsam etwas entwickeln und nicht die Menschen entzweien, die Menschen auf die Straße bringen und schließlich zu einer rhetorischen Eskalation führen, die ich hoffe, hier herinnen niemand will. Wir reden von einer Innenstadtsperre. Also dieser Ausdruck scheint mir für das, was im Amtsbericht steht, doch etwas übertrieben. Aber ich frage mal ernsthaft, was hat dieser Vorschlag, diese Idee mit dem sommerlichen Megastau
bei den Festspielen zu tun. PKWs können nach wie vor in unsere Innenstadt fahren. Kollege Wanner hat den Megastau immer angesprochen in der Marxglaner Hauptstraße. Es hindert niemanden, mit dem Auto in die Marxglaner Hauptstraße einzufahren, sich Richtung Innenstadt zu begeben, um dann dort einen Parkplatz zu suchen. Mit der Sperre vom Neutor und Müllnerhügel wird der Megastau in der Marxglaner Hauptstraße nicht um ein Auto weniger werden. Diese Maßnahmen, die Sie heute vorschlagen, hat mit der Problematik, die Sie zum Anlass nehmen, nämlich Megastau zur Zeit der Festspiele, ja wohl nichts zu tun. Und ich sage Ihnen eines, diesen Stau wird es auch heuer wieder geben. Und die Autos werden genauso von der Autobahn weg bis in Richtung Innenstadt stehen. Nur eines schaffen Sie, dass der Salzburger Volksmund dann halt diesen Stau als Heinz-Johann-Stau bezeichnen wird, für jene, die diesen Stau nach wie vor weiter projizieren. Ein Mittel, um diese Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen, ist es also nicht. Wir Freiheitliche, wir hätten hier die konstruktiven Vorschläge einzubringen, damit die PKWs sich nicht in der Marxglaner Hauptstraße stauen könnten, also vom Weg von der Autobahn in die Innenstadt, müsste man wohl denklogisch diese Fahrzeuge bereits an der Autobahn ableiten, in einem sinnvollen System. Einen Ring von Parkplätzen schaffen an der Autobahn, die Autos dort abzuweisen, ihnen die anzubieten und dann auch attraktive Alternativen anzubieten, damit die Menschen, unsere Touristen, das sind immer Menschen, von denen wir Geld haben, die einkaufen, die unsere Stadt beleben und als Fremdenverkehrsstadt leben wir davon, dass die auch dann in unsere Stadt kommen. Was wäre mit unserem Vorschlag, dort, wie es in anderen Städten gibt, Fahrräder anzubieten? Wir sind doch so stolz auf unser Fahrradsystem in der Stadt Salzburg und auf unsere Fahrradwege. Warum öffnen wir die nicht für unsere Touristen und könnten vielleicht sogar den Tourismus noch weiter attraktivieren. Das wären Vorschläge, mit denen sich was machen lässt, aber nicht die Autos von der Autobahn abzuleiten, damit sie dann zwangsweise in der Marxglaner Hauptstraße vor dem gesperrten Neutor im Megastau stehen. Und wenn ich so die eine oder andere Wortmeldung dazu Revue passieren lasse, ich glaube, es geht Ihnen gar nicht in der Diskussion um diesen Megastau. Das ist ein Anlass, der mit dem heutigen Amtsbericht relativ wenig zu tun hat. Ich höre immer weitere Verkehrsberuhigung für die Innenstadt. So ein bisschen augenzwinkend vielleicht auch eine Vergrößerung, eine Diskussion über den Ausbau der Fußgängerzone. Das sind Dinge, über die man diskutieren kann und muss. Nun muss dazu die Diskussion geführt werden, quer durch unsere Bevölkerung, mit den Geschäftsleuten, mit den Festspielen, mit den Wirten, mit den Betreibern in der Innenstadt, aber mit der ganzen Bevölkerung, weil die Altstadt gehört uns allen. Die Altstadt ist das Herz dieser Stadt und ist daher nicht nur allein in der Verantwortung der Politik und der Innenstadtkaufleute. Diese Diskussion haben Sie nicht geführt. Sie ist jetzt huschpfusch losgetreten worden mit dem Aufhänger von einem Sommerstau. Aber die Diskussion, um die es geht und die dringend notwendig wurde, die würde nicht geführt. Man hat dieses wichtige Thema Innenstadt, Verkehrsberuhigung, vielleicht auch ein Ausbau, ein Weiterentwickeln der Fußgängerzone so weit gebracht und das Thema so geschickt angegangen, dass wir als Bürgerbewegungen hüben und drüben haben mit rhetorischer Eskalation, dass wir die Menschen aufgehetzt haben, dass wir Emotionen bei den Menschen hochgejubelt haben, die heute, und das habe ich auch den Worten des Bürgermeisters entnommen, hier erinnern, niemand will. Wir Freiheitlichen, wir haben
eine sehr lange und intensive interne Diskussion auch über dieses Thema geführt und haben uns dann entschlossen, diesen Antrag nicht mitzutragen. Aus folgenden Überlegungen: Erstens, weil genau diese Maßnahme gegen den Stau, gegen den Megastau, gegen den sie sich wendet, nichts ausrichten wird und in Wahrheit damit auch nichts zu tun hat. Zweitens, weil sie jede Diskussion über eine Weiterentwicklung des Verkehrs, aber auch der Wirtschaft in unserer Altstadt verweigert haben. Und drittens, hier ist eine Diskussion losgetreten haben gegen die Bevölkerung, mit der sie die Bevölkerung sogar aufgebracht haben. Die Bevölkerung ist in diesem Thema mobilisiert, wie wir es schon lange nicht mehr hatten. Wir kennen doch oft Bürgerbewegungen, die sich gegen das eine oder andere Vorhaben der Politik stemmen. Aber dass sich Bürger engagieren, hüben und drüben, dass die Auseinandersetzung eskaliert, die Bürger eigentlich schon längst das Heft der Diskussion in die Hand genommen haben und schon längst auf der Straße diese Geschichte eskaliert. Wie gesagt, ich erinnere noch einmal, die Verantwortung dafür trifft insbesondere jene, die auch in dieser Stadtregierung vertreten sind, weil es scheint erst in der Stadtregierung zum Stil geworden sein, Bürger für wechselhafte und wechselseitige Vorhaben zu mobilisieren. Aber wenn schon die Bürger mobilisiert sind, wenn wir schon sehen, dass die Bürger auf beiden Seiten sich für das Thema engagieren, dann ist doch dieses Thema geradezu geeignet, auch den Bürger darüber entscheiden zu lassen. Wenn die mediale Debatte in weiten Bereichen schon von Vertretern von Initiativen beherrscht wird, Demonstrationen für oder gegen stattfinden, dann sollten wir doch den Bürger auch zu Wort kommen lassen. Wir führen ja in unserer Stadt seit langer Zeit eine sehr fruchtbare Diskussion über direkte Demokratie und soviel ich weiß, sind wir uns auch alle einig, die Bürger mehr einzubinden. Dann setzen wir doch heute ein Signal für die direkte Demokratie. Setzen wir doch heute ein Signal für Bürgerbeteiligung und das bei einem emotionalen Thema, bei dem sich die Bürger engagieren, bei dem wir bereits jetzt sehen, dass die Bürger an der Diskussion heftig teilnehmen und die Bürger auch verlangen, dass sie darüber entscheiden. Wir Freiheitliche bringen daher den Antrag ein, über den allenfalls hier zu fassenden Beschluss über die Innenstadtsperre, über diesen Amtsbericht, eine Bürgerabstimmung im Sinne § 53a des Salzburger Stadtrechtes durchzuführen. Dann werden wir sehen, für wen die Diskussion um direkte Demokratien in unserer Stadt nur Lippenbekenntnisse sind oder wer auch bereit ist, dem Bürger nicht nur zu Wort zu kommen zu lassen, sondern dem Bürger auch abstimmen zu lassen, wenn eine Frage vorliegt, die offensichtlich Emotionen der Menschen in dieser Stadt betrifft. Ich stelle daher für die Freiheitlichen den Antrag, den allenfalls zu fassenden Beschluss einer Bürgerabstimmung im Sinne § 53a zu unterziehen. Gleichzeitig verlangt die Freiheitliche Fraktion auch die namentliche Abstimmung der Gemeinderäte über diesen Antrag auf Durchführung einer Bürgerabstimmung. Kollege Schöppel, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, und es geht ja auch aus dem
Wortlaut des Amtsberichtes Tagesordnungspunkt 14 hervor, dass es die Ergänzung einer Verordnung ist. Und eine Verordnung ist nach eben diesem Paragraphen, den Sie zitiert haben, nämlich 53a, dürfen Verordnungen nicht Gegenstand einer Bürgerabstimmung sein. Das ist geltendes Stadtrecht. Und dagegen werden wir nicht verstoßen. Kollege Breuner ist am Wort. Ja, hoher Gemeinderat, Herr Bürgermeister, vielleicht eingangs kurzer Anmerkung, lieber Michi Banner, die Vergleiche mit anderen Städten in Europa mögen zwar von der Ferne her recht gut klingen, aber in der Praxis, wenn man sich das dann genau anschaut, funktioniert das doch ein wenig anders, weil eben in diesen Städten die Voraussetzungen vorher geschaffen worden sind, die wir leider nicht haben. Und nach den Erfahrungen im letzten Sommer, wo wir in Summe, glaube ich, 9 Regentage hatten, an denen diese Schlechtwetterregelung in Kraft getreten ist, hat man sich nach unseren Informationen bei der Verkehrsabteilung im Herbst zusammengesetzt, hat versucht zu evaluieren und zu überlegen, was an diesem System vielleicht verbessert werden könnte. Und wir alle sind doch davon ausgegangen, dass die zuständige Verkehrsabteilung mit dem Stadtrat rechtzeitig vor Beginn der Sommerpause, vor der Sommersaison entsprechende Verbesserungen vorlegen wird. Aber wir waren alle sehr überrascht, weil wir erfahren mussten, dass zusätzlich zu der bisherigen Schlechtwetterregelung an Regentagen ein ganz neues System noch hinzukommen sollte, nämlich die Totalsperre der Innenstadt. Und Sie wissen ja alle noch, die Totalsperre hätte ja gelautet, vom Unfallkrankenhaus schon gesperrt, Schwarzstraße gesperrt, Müllnerhügel und das Neutor. Übrigens zum Müllnerhügel noch eine Ergänzung. Aufgrund der Kanalbauarbeiten bleibt heuer der Müllnerhügel nicht gänzlich gesperrt, sondern es wird über eine Verkehrsampelsteuerung eine IV-Spur weiterhin offen bleiben. Was aber an dieser Stelle ich wirklich mit Nachdruck monieren möchte, ist diese Ortüberfallsartigkeit, mit der plötzlich diese neue, überlagernde Regelung einer Stadtsperre jetzt in einer abgeschwächten Sperre nun gekommen ist. Dr. Schöppel, weil Sie vorher davon gesprochen haben, niemand aufgeklärt, die Bürger sind nicht informiert, genau das ist der Punkt, das ist nämlich auch der Grund, warum sich sehr viele Betroffene dann zu Wort gemeldet haben. Die wurden nicht von irgendwelchen Richtungen angeheizt, sondern das war das echte, die echte Betroffenheit der Kaufmannschaft, der Touristiker und vieler andere auch, die sich zu Wort gemeldet haben und gemeint haben, so geht's nicht, es müssen zuerst die Voraussetzungen geschaffen werden, um dann in weiterer Folge die Stadt Verkehrs zu beruhigen. Und da gab es ja noch dieses Gespräch, auf das alle hingewartet haben am 4. Mai, weil der Herr Bürgermeister vorher immer angekündigt hatte, diese Regelung nur in Einvernehmen mit dem Altstadtverband umzusetzen. Aber nach unseren Informationen war dieses Gespräch relativ kurz. Da hieß es ja mehr oder weniger sinngemäß, gesperrt ist gesperrt, aus basta, das machen wir jetzt. Und diese Vorgangsweise ist, glaube ich, sehr stark zu kritisieren, denn man konnte sich nicht einbringen und es gäbe genügend Vorschläge, wie man das Verkehrsproblem in den Sommermonaten besser in den Griff bekommen könnte. Aber lieber Michi Wanner, du hast ja sehr von den 70er Jahren gesprochen, von der Einführung der Fußgängerzone. Etliche von euch können sich sicherlich noch als Kind daran erinnern, wie man am Domplatz noch geparkt hat. Da gibt es ja noch alte Fotos oder am Mozartplatz oder am Alten Markt. Nur einhergehend mit der Einführung der Fußgängerzone haben die damals sehr guten Stadtpolitiker die Altstadtgaragen beschlossen und einmal als Grundvoraussetzung errichtet, weil sonst wäre das Ganze anders gar nicht gegangen. Und genau das ist eben der Punkt, den wir sehr stark kritisieren, der hier einfach fehlt. Man kann es ja und man muss auch über Verkehrsregelungen im Altstadtbereich nachdenken, nur vorher müssen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden. Das sind zum einen die jetzt bereits beschlossene Erweiterung der Altstadtgaragen. Das ist eine weitere Forcierung des Park-and-Ride-Angebotes mit einer entsprechenden Informationskampagne. Das hätte es ja voriges Jahr bereits gegeben. Vom Land gemeinsam mit der Verkehrsplanung der Stadt ausgearbeitet, an 12 Stationen entlang der Autobahn, die Touristen rechtzeitig darauf hinzuweisen, wenn die Innenstadt bald überfüllt ist, beziehungsweise wenn die Innenstadt gesperrt ist. Aber jetzt ist er wieder mal daran gescheitert, dass eine Finanzierungsvereinbarung ein Drittel Stadt, zwei Drittel Land vereinbart war und die Stadt hat dieses eine Drittel nicht übernommen.
hätte man das voriges Jahr schon mal oder heuer in Kraft setzen können, dann wäre die Situation sicherlich eine andere. Dazu kommend noch endlich die große Garage im Kapuzinerberg mit einem entsprechenden Tunnel, dann hätten wir die Hausaufgaben geschaffen, um die Innenstadt entsprechend Verkehrs zu beruhigen. Das ist aus unserer Sicht eine Husch-Pfusch-Aktion, die wahrscheinlich in die Hose gehen wird. Oder macht man sich vielleicht noch Hoffnungen, dass das Wetter entsprechend schön bleibt. Aber eines wird ja heute eigentlich mehr oder weniger überlagert, denn das war ja letzte Woche im Planungsausschuss schon da klar, wie die Mehrheiten feststehen. Aber jetzt, dass der Antrag einer verbindlichen Bürgerabstimmung macht die ganze Sache ja noch wesentlich geschmackvoller. Seit Monaten wird über verbesserte direkte Demokratie diskutiert. Da gibt es mehrere Varianten. Rot-Grün hat ja einiges schon mit den Bürgerinitiativen besprochen. Und da müssten sich eigentlich die Bürgerinitiativen schon fragen, was passiert da jetzt eigentlich? Da ist offensichtlich ein Thema, das die Bevölkerung sehr stark bewegt. Und jetzt kommt man mit irgendwelchen Ausreden. Eine haben wir gerade jetzt gehört. Die letzte Ausrede habe ich gestern in einer Tageszeitung gelesen, die so sinngemäß da hieß vom Herrn Bürgermeister. Naja, das betrifft ja nur die Touristen und nicht die Stadt Salzburger. Daher können wir keine Bürgerabstimmung machen. Jetzt ist es die Ausrede, es ist ja eine Verordnung. Daher können wir keine Bürgerabstimmung machen. Ich hoffe, dass die Initiativen schon langsam das Spiel durchschauen. Da spricht man immer vom mehr Einbinden der Bürger, und wenn es endlich einmal soweit ist, da redet man sich wieder hinaus, genauso wie das Mindestquorum von 10% mit einem Beharrungsbeschluss dann wieder drüber gesetzt, der genau das Gleiche ist, nur mit umgekehrten Vorzeichen, was heute passieren sollte. Ich möchte schon an die Gemeinderäte und Gemeinderäte von Rot-Grün appellieren, beziehungsweise sie wirklich fragen, ob sie sich nach dieser Ablehnung, dieser Bürgerabstimmung noch in den Spiegel schauen können. Und wenn dann noch die Rede ist davon, einen Sondergemeinderat einzurichten, um das abfahren zu lassen, die direkte Demokratie, dann steht das ab heute unter einem anderen Licht. Vielen Dank. So, ich habe jetzt zwei Tatsachen-Richtigstellungen. Zunächst vom Kollegen Schöppel, dann vom Kollegen Pardutsch. Bitte, Kollege Schöppel. Also ich glaube, das ist eine Tatsachen-Richtigstellung. Dann Tatsachen-Richtigstellung, Pardutsch, bitte. Was das Autobahninformationssystem der ASFINAG angeht, ist es falsch, dass eine Zweidrittel-Eindrittel-Finanzierung Land-Stadt vorgesehen war. Es ist vielmehr so, dass alle Maßnahmen entweder von den privaten Interessenten wie Europark oder Airport Center mitfinanziert hätten werden sollen. Und die ASFINAG, die Stadt genauso wie diese Privaten auch als ein Mitfinanzier gesehen hat. Das Land selber war als Finanzier der Fall überhaupt nicht vorgesehen. Trotzdem haben wir die Maßnahmen verhandelt. Wir haben auch zugestanden bekommen von der ASFINAG, dass das Geld noch nicht fixiert ist. Nur urplötzlich wurden sie abgebrochen. Und das ist die Geschichte und nicht, dass die Stadt überhaupt nicht bereit gewesen wäre, irgendwas dafür auszugeben. Danke für diese Tatsachenrichtigstellung. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Schmidt. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Ich möchte einen kurzen Replik auf die Kollegin Kirsch machen bezüglich der Innenstadt. Geschäfte und der Struktur dieser. Wie wir wissen, gibt es nur mehr sehr wenige Inhaber geführte Fachgeschäfte in der Innenstadt. Es ist eine Eigentümerentscheidung, wie diese Geschäfte heute aussehen. Ich möchte an dieser Stelle nur an das Café Demel erinnern und dazu keinen Kommentar abgeben. Und zum Kollegen Bräuner möchte ich sagen, es gab einmal eine Planung der Nonnberg-Garage. Die wurde durch einen sehr guten Rechtsanwalt, der die Schwestern betreut hat und beraten hat, verhindert. Aber nun zum heutigen Amtsbericht. Fragen, die uns Stadt Salzburger und unsere Gäste während der Sommermonate jedes Jahr aufs Neue beschäftigen, sind: Sollte die Schlechtwetterverordnung morgen in Kraft treten oder warten wir noch? Stimmt die Wettervorhersage, ja oder nein?
Jetzt gilt es, eine klare Regelung zu kommunizieren, nämlich dass vom 16. Juli bis 17. August, von Montag bis einschließlich Freitag, von 10 bis 14 Uhr eine Verkehrsberuhigung in Kraft tritt. Betroffen sind, wie bekannt, die Bereiche Hildmannplatz Richtung Neutor, Müllner Hauptstraße ab Gaswerkgasse und die Staatsbrücke mit Rechtsabbiegeverbot. Es gibt auch zahlreiche Ausnahmen, zum Beispiel der notwendige Wirtschaftsverkehr, Anrainer, Taxis etc., die von dieser Regelung natürlich nicht betroffen sind. Betroffen macht aber der Umgang mit der Regelung einer klaren Botschaft. Wo bleibt das Selbstbewusstsein der Kaufmannschaft in der Altstadt? Das schönste Einkaufszentrum Salzburgs, ist das alles so schnell zu erschüttern und totzureden? Oder haben wir in der Innenstadt nicht das schönste Einkaufszentrum und durch die Regelung mehr Lebens- und Luftqualität für uns und unsere Gäste? Jede einzelne von uns ist aufgerufen, die bis jetzt negativ populistisch transportierte Werbung ins Positive umzukehren. Dazu gehören auch alle touristischen Betriebe in den Regionen, denn auch die tragen Verantwortung. Jeder Gast in den Regionen wird sich während des Aufenthaltes wahrscheinlich auch einmal die Stadt Salzburg ansehen. Und hier heißt die unternehmerische Verantwortung, dass ich meinem Gast beim Check-in schon die Verkehrsalternativen aktiv anbiete, wie dies in anderen Ländern gängige Praxis ist, statt dass dieser Gast im Stau steht und wesentlich entspanntere Urlaubsstunden verliert. Und wenn jetzt noch der Zeitfaktor als Argument aufgegriffen wird, dass diese Regelung so kurzfristig nicht umzusetzen ist, so erlaube ich mir schon den Hinweis, wenn man in so kurzer Zeit mit einer derartigen Reichweite Negativwerbung betreiben kann, dann ist auch der umgekehrte Weg machbar, wenn man ihn will. Reden wir doch nicht alles schlecht, was nicht schlecht ist. Ergreifen wir doch die Chance und machen unsere Stadt durch gemeinsames, positives Wording noch attraktiver und lebenswerter und stärken dadurch auch verloren gegangenes Selbstbewusstsein. Vergessen wir ab nun das Wort Innenstadtsperre und ersetzen es durch Verkehrsmanagement Sommerregelung 2012. Danke, Kollege Plagi. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Sehr geehrter Gemeinderat, wir haben im Planungsausschuss am Donnerstag ein bisschen heftigere Diskussion gehabt. Das ist richtig. Es waren auch Demonstranten da, heute ist richtig nett, freundlich sind wir, lieblich sind wir zueinander. Aber es sind dann doch ein paar Punkte gewesen, die am Donnerstag gefordert wurden oder wo der Herr Stadtrat aufgefordert worden ist und gefragt worden ist, wo zum Beispiel die Informationen vom Bus, wo es geheißen hat, wir kriegen bis zum 10.05. Daten, Fakten, wie schaut es in dieser Zeit aus? Der Stadtbus hat alles notiert, wir bekommen die Unterlagen, wir haben sie nicht bekommen. Ich habe am Freitag sind sie bei uns eingetroffen. Also das wäre sicherlich auch nicht unwichtig gewesen, wenn wir das am 10. bei unserem Planungsausschuss schon gehabt haben. Der Amtsbericht als solches kurzfristig wäre wahrscheinlich am sinnvollsten gewesen, voriges Jahr im Herbst, sprich bis zum Winter hin, weil ich glaube, dass auch für den Tourismus, für die Geschäfte es sinnvoll gewesen wäre, im Vorfeld zu wissen, was sie im Sommer erwartet, um die Broschüren, das Ganze hätte man wahrscheinlich dort mit einflechten können. Es wären alle informiert gewesen, jetzt weiß niemand, wie erreiche ich die Leute, wie kann ich die Leute informieren und mit 200.000 Flyer, ja, wenn ich den Leuten, wenn sie kommen, die Flyer in die Hand drücke, stehen sie schon in der Stadt, wird das so nicht gehen. Der Michi Warner hat uns gebeten und gerade vorher die Frau Schmidt ebenfalls, die Kollegin, erklärt, wir sollen doch nicht mehr Altstadtsperre oder Innenstadtsperre dazu sagen, steht auch im Bericht drinnen,
dass es als Sperre bezeichnet wird. Das ist also keine Erfindung. Ziel unter Punkt 7 auf der Seite 9, Sperre der Innenstadt, die erstmals verhängte Sperre. Also es ist nicht so, dass es von jetzt quasi den sogenannten Gegnern von der ÖVP oder von den Freiheitlichen kommt, sondern von ihnen. Nur es ist es ja im Endeffekt, wir können dem Ganzen einen schöneren Namen geben. Ich habe mir da gedacht, ich suche mir was. Wir können so umschreiben, extrem langsames und teilweise nicht befahren können der Altstadt, damit verbundenes, im Stau stehendes Flanieren in der Altstadt. Wow, das kommt. Ich denke, da hätten alle jetzt gejubelt, es hätte keine Demonstranten gegeben, es hätte sich niemand aufgeregt und alle hätten gesagt, toll. Es geht nicht darum, wie ich es benenne, ob ich jetzt sperre oder wie eben beschrieben, sondern es geht darum, wie informiere ich die Leute. Und es ist dann immer so, man hat quasi keine Zeit, wirklich darüber zu diskutieren, Vorschläge zu bringen, was können wir anders machen. Wir haben Variante A, wir haben Variante B. Nennt es das eine oder das andere, anders geht es nicht. Wenn wir von Planung, Management reden, dann hätte das im Herbst kommen müssen und vielleicht fürs nächste Jahr, ich gebe den Herren das bitte gerne weiter, dass wir das so umschreiben, so lieblich und nett, nur wir ändern damit nichts und wir ändern damit den Verkehr nicht und den Stau in der Stadt nicht. Also die Mechthilde hat das ja auch schon erwähnt und wir haben das im Gemeinderat, habe ich das nicht einmal schon vorgebracht, dass wir dafür Sorge tragen sollen, dass rund um Salzburg am Stadtrand für Parkgaragen, Parkplätze Sorge getragen wird mit einer tollen öffentlichen Verkehrsanbindung. Rauskommen tut jetzt eines, dass wir die Bösen sind, weil wir das falsch benennen. Der Stau in Salzburg wird, ob ich ihn schön rede, lieblich beschreibe oder nicht, nicht besser werden. Und eine Ausrede zu finden, jetzt den Antrag der Freiheitlichen nicht unter Anführungszeichen zuzulassen, hat für mich auch mit Demokratie nichts zu tun. Es wird viel darüber geredet, das sagen auch viele Bürger draußen, ihr redet schon seit weiß ich nicht wie lang, über direkte Demokratie. Nur wenn in dem Gemeinderat irgendjemand etwas nicht passt, dann wird es eben abgesetzt, ist nicht fertig. Ich denke, wir sollten den Antrag der Freiheitlichen zustimmen und es zulassen. Die Bürger möchten, denke ich, ganz gerne sehen, wer hier in diesem Gemeinderat für eine direkte Demokratie ist und wer nicht. Danke. Kollege Karl, bitteschön. Sehr geehrte Damen und Herren, fast ein bisschen fad worden jetzt schon die Diskussion, finde ich. Ich werde mich bemühen. So wie die SPÖ, speziell der Kollege Wanner, vorher gesprochen hat, fühle ich mich fast bestätigt in meiner Skepsis, dem Amtsbericht so zuzustimmen. Und zwar deswegen, weil ich mir denke, man hätte durchaus offensichtlich auch etwas mutiger sein können und die Regelung für das ganze Jahr gleich beschließen können. Aber jetzt sind wir mal bei dem Punkt, wo wir sind. Die Überschrift des Ganzen ist offensichtlich jedenfalls aus der Sicht der Gegner, die Innenstadt stirbt, der gesamte Verkehr bricht zusammen, Ground Zero und überhaupt der Untergang des Abendlandes. So stellen die Gegnerinnen und Gegner das dar. Aber wie ist das? Das ist wieder mal die Diskussion durch die Windschutzscheibe aus Sicht des Autofahrers, der Autofahrerin. Vergessen wird dabei beflissentlich, dass die überwiegende Mehrheit mit anderen Verkehrsmitteln sich in der Stadt bewegt. Bezug genommen wird allerdings immer nur auf die Autofahrerinnen und Autofahrer. Ein Aspekt, der bisher noch wenig angesprochen wurde, aus meiner Sicht, ist jene Folgen, die der Autoverkehr auch in der Stadt Salzburg hat. Der Klimawandel, der Verkehr hat hier 30% zu tragen.
der Feinstaub, auch in Salzburg gibt es umgerechnet 25 Todesfälle oder 500 Asthmaanfälle im Jahr wegen Dieselruß. Gar nicht zu sprechen von den volkswirtschaftlichen Kosten. Der Lärm als unterschätztes Umweltproblem, das wir offensichtlich bewusst so nicht mehr wahrnehmen, das aber laut Wissenschaft eines der größten Gesundheitsprobleme in Ballungsräumen ist. Wenn das kein Handlungsauftrag ist, etwas zu tun, dann möchte ich wissen, wo der sein soll. By the way, wenn der Amtsbericht zum Thema Lärm wieder mal auf die Tagesordnung käme, wäre ich auch nicht ganz unglücklich, Herr Bürgermeister, aber das nur am Rande erwähnt. Die Verkehrsberuhigung wird jedenfalls eines bringen in der Stadt. Es wird weniger Lärm geben, es wird weniger Abgase geben, es wird weniger Stress geben und es wird mehr, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, sowohl für die Salzburgerinnen und Salzburger als auch für die Touristinnen und Touristen, mehr Aufenthaltsqualität und Lebensqualität geben in dieser Stadt. Wie ist es denn derzeit aus Sicht der Touristen? Bei einem Schlechtwettertag hat man möglicherweise zufällig erfahren, dass es sowas gibt wie eine Schlechtwetterregelung. Dann kann man sich nicht sicher sein, ob diese in Kraft tritt. Man wird, so wie Autofahrerinnen und Autofahrer, sage andere Verkehrsteilnehmer, Radfahrer und so weiter auch, jedenfalls versuchen, in die Innenstadt hineinzukommen und steht dann, möglicherweise über Stunden in einer Blechlawine im Stau. Wenn das eine Werbung für Salzburg ist, dann weiß ich nicht was. Jeder von uns, der das einmal erlebt in irgendeiner Stadt und 2 Stunden möglicherweise mit 3 Kindern im Auto oder so ähnlich in einem Stau steht und sich nicht vorwärts und nicht rückwärts bewegen kann, wird sagen, in diese Stadt fahre ich sicher nicht mehr. Also, was lernen wir daraus? Offensichtlich sind unsere Botschaften, die wir bisher gemacht haben, zu unklar. Und klarer ist somit zu sagen, ihr könnt durch diese Stadt nicht mehr durchfahren, weil diese Stadt verkehrsberuhigt wird. Wie schon erwähnt, die ÖVP und auch die Altstadtkaufleute und der Wirtschaftsbund und die von der jungen Wirtschaft und einer Werbeagentur betriebenen Stau in Salzburg-Seite machen hier Stimmung gegen diese neue Regelung. Das ist legitim. Was ich nur befürchte, ist, so wie die ÖVP in erster Linie, aber auch andere drauf sind, ist, dass selbst nach einem erfolgten Beschluss, und an dem ist wohl kaum mehr zu zweifeln, und da kommen wir zu dem Thema Pubertär, liebe Mechthild, auch nach gefasster Entscheidung noch auf die Sache draufgeschlagen wird. Nicht zur Kenntnis nehmen, dass etwas entschieden ist. Nicht zur Kenntnis nehmen, dass die Mehrheit des Gemeinderates so etwas möchte, sondern den Teufel an die Wand zu malen weiterhin. Das ist das, was pubertär ist. Was in der Wissenschaft spricht man auch von self-fulfilling prophecy. Mein Appell also an die ÖVP, an die Wirtschaftskammer, danke fürs Ausreden lassen, an die Wirtschaftskammer und an den Altstadtverband ist, nach erfolgter Entscheidung, bitte helfen Sie mit, dass diese Regelung funktionieren kann. Danke. Danke, Kollegin Tatzl ist jetzt am Wort. Also das habe ich so nicht wahrgenommen. Sei mir nicht besser, ich habe die aufgeschrieben. Herr Fuchs ist ganz falsch. Der hat sich nämlich vor mir gemeldet, der Herr Fuchs. Also was ist jetzt? Willst du reden oder willst du nicht reden? Dann kommt der Kollege Fuchs dran. Das ist ja lächerlich. Hoher Gemeinderat, also ich werde mir das Recht herausnehmen, ein zweites Mal heraufzukommen, wenn es notwendig ist. Ich glaube, dieses Spielchen mit der Reihenfolge, wer zu Wort kommt, das können wir mal belassen, weil ich glaube, jeder hat das Recht, die Argumente auszuformulieren und man sollte da nicht zum Jonglieren anfangen, wer wann etwas sagt. Zunächst einmal, es ist genau so gekommen, wie es kommen musste, nur zeitverzögert der Bürgermeister
hat ja vor einigen Wochen ja noch nicht genau gewusst, wohin die Reise geht, aber jetzt hat sich die rot-grüne Koalition wieder gefunden und lässt jetzt gemeinsam die Innenstadt sperren. Die Motive liegen aus unserer Sicht auf der Hand. Beim Bürgermeister ist es sehr trivial. Der hat sich einfach über einige Interviews in den Zeitungen geärgert, dass der Altstadtverband vor dem Gespräch sich festgelegt hat und wollte jetzt wieder einmal seine Macht demonstrieren. Und beim Kollegen und Stadtrat Bartutsch ist es bekannt, so kennt man sein Motiv, er ist bekennender Ideologe und ihm freut es natürlich, wenn er ein Projekt, das er schon seit Jahren und Jahrzehnten verfolgt, jetzt mit SPÖ-Mehrheit umsetzen kann. Also in Wirklichkeit ist es ein Gemisch aus Machtdemonstration und Ideologie. Ja, keine Sachentscheidung, sondern rein politische Motive. Denn vor rund 10 Tagen hat es eben dieses ominöse Gespräch zwischen dem Bürgermeister Stadtrat Bartutsch und dem Altstadtverband gegeben. Und man müsste meinen, so ein Gespräch dauert einige Stunden. Es ist ein komplexes Problem. Man spricht miteinander, man verhandelt, man ringt um Lösungen. Na, wenige Minuten hat es dauert. Wenige Minuten. Und besonders bezeichnend ist, wie man mit diesen Gesprächsteilnehmern umgeht. Man hört, der Bürgermeister war gegenüber dem neuen Obmann des Altstadtverbandes regelrecht aggressiv. Und der Herr Stadtrat Bartutsch hat sich lustig gemacht über ihn und seine Argumente. Ja, beim Stadtrat Bartutsch, okay, er hat vielleicht eine Rechnung offen mit seinen ehemaligen Fraktionskollegen. Aber die Sache nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern die persönlichen Befindlichkeiten zu pflegen, da gehört schon einiges dazu. Und es ist bereits gesagt worden mit der Bürgerbeteiligung und Bürgereinbindung. Es wird gerade von diesen zwei Herren, wird dieses Wort strapaziert von Anfang bis zum Ende. Und dann fährt man über die Köpfe hinweg. 2 Minuten, 3 Minuten dauert das Gespräch. Da ist es ja entschieden. Und wenn halt ein Antrag vom Herrn Schöppel kommt, dann heißt Stadtrecht Verordnung. Warum haben wir es denn heute auf der Tagesordnung? Wenn es eine Verordnung wäre, hätten wir es ja nicht auf der Tagesordnung heute im Gemeinderat. Schau. Ja, ganz einfach, weil es ein stadtteilbezogenes Konzept ist. Und es kommt auf die Formulierung des Antrags zur Bürgerabstimmung, hängt ganz von der Formulierung ab, ob es dem Stadtrecht entspricht oder nicht. Und da geht es nicht so leicht, Herr Bürgermeister, dass Sie sagen, es entspricht nicht dem Stadtrecht, weg damit. Sie wollen diese Abstimmung nicht, dann sollen Sie es sagen, aber Sie brauchen nicht da irgendwelche Argumente bedienen. Zur Innenstadtsperre. Ja, es ist ja nichts Neues. Im Amtsbericht steht, ein neuer Ansatz wird gewählt. Na, ist ja alter Hut. 1992 bis 1994 hatten wir sie in einer leicht differenzierten Form, nämlich am Wochenende. Aber damals, vor 20 Jahren, ist der Herr Stadtrat Bartutsch damit gescheitert, grandios gescheitert. Er ist, wenn man es ihn anschaut, alt geworden, ja, in den letzten 20 Jahren, aber seine Konzepte sind alt geblieben. Es sind immer die alten Konzepte, die er hervorkramt. Und ich habe mir bewusst eine Unterlage herausgesucht aus dem Jahr 1993, und da ist Folgendes gestanden. Bürgermeisterstellvertreter Bartutsch kündigte an, die ganzwöchige Sperre des Hannuschplatzes nötigenfalls im Alleingang durchzudrücken und drohte Bürgermeisterdächern einen Weisungskrieg an. Für den Fall, dass der Gemeinderat der Sperre nicht zustimmt, wollte Bartutsch die Verordnung alleine erlassen. Das sind die Parallelen zu heute. Ja, wie schaut es aus mit den demokratischen Mehrheiten? Ja, da ignoriert er es, aber das Interessante ist, und der Unterschied zum 93er Jahr ist der, dass der Herr Bartutsch keinen Weisungskrieg fürchten muss mit dem Bürgermeister. Weil in diesem Fall arbeitet der Bürgermeister ihm ja sogar zu. Ja, und das Bild, das der Herr Vizzani in den SN gezeichnet hat, nämlich die zwei Wetterhähne, Schaden und Bartutsch, die sich da gemeinsam immer drehen, egal von wo der Wind kommt, sie drehen sich immer gemeinsam. Ja, das ist ein treffliches Bild, wie sich diese Koalition auch dreht und gemeinsam unterstützt. 2 Monate vor Inkrafttreten dieser Sperre laufen schon langsam die Vorbereitungen an, viel zu spät. Wie will man das kommunizieren? Die Kosten sind nicht budgetiert. Ja, wir wissen nicht, ob diese 60.000 bis 80.000 Euro, die man für eine ordentliche Kommunikation bräuchte, ob das jetzt erstens einmal so kurzfristig möglich ist und zweitens auch das Geld zur Verfügung steht.
Der Bürgermeister nennt das noch, er sagt, wir brauchen in Wirklichkeit kein Geld in die Hand nehmen, weil, und das, dieses Zitat muss man sich einmal anhorchen, das bestpublizierte Ereignis seit Langem ist. Also der Bürgermeister setzt auf die Negativschlagzeile, erspart sich so eine professionelle Gästeinformation und das Schizophrene an der ganzen Sache ist ja, wir investieren über die TSG und wir sind halt da in einem Haus der TSG auch. Wir investieren hunderte, tausende Euro in die touristische Werbung und gleichzeitig ruinieren wir leichtfertig mit diesen Negativschlagzeilen unser Image. Aber jetzt, Herr Karl, aber eins gehört, da schießt man schon an Gipfel, wirklich, wenn man den Spieß so umdreht. Und da gehört schon einiges dazu zu sagen, dass jetzt die Altstadt-Kaufleute selber schuld sind, wenn sie jetzt einen Nachteil erleiden. Nämlich, sozusagen, sie sollen aufhören, sich dagegen zu wehren. Sie sollen wie die braven Lämmer jetzt duldsam das hinzunehmen, sich dem Schicksal fügen. Ja, ist das pervers? Aus meiner Sicht ist das pervers. Zuerst stellt man einer vorsätzlich das Bein. Kollege Fuchs, ich muss Ihnen einen Ordnungsruf erteilen. Die Wortwahl und im Nachhinein ist einer würdigen Verhandlungsführung oder eines würdigen Sitzungsverlaufes nicht zulässig. Das bitte. Bei aller inhaltlicher Ausrichtung, aber das dürfen Sie nicht tun. Wenn man den Altstadtkaufleuten zunächst einmal vorsätzlich ein Bein stellt und dann im Nachhinein sagt, sie sollen den Mund halten und sie sollen sich nicht darüber beschweren, weil sie sonst einen Tritt von hinten bekommen, dann nenne ich das pervers und ich finde das trotzdem, das kann ich sehr wohl sagen und ich finde das auch arrogant. Nämlich so geht man einfach mit Menschen nicht um, die um ihre Existenz auch letztlich kämpfen und auch die Verantwortung für Mitarbeiter übernehmen. Und da geht es nicht nur um Eigentümerentscheidungen, Frau Schmidt, sondern wenn die Rahmenbedingungen sich ändern, dann müssen es einfach entscheiden, die Unternehmer können das Geschäft nur weiterführen, nämlich in Schönheit sterben ist auch nicht wirklich das Wahre, sondern müssen es einfach sich umorientieren und dann sagen sie, ja, dann werde ich einfach das Geschäft übergeben, weil ich es wirtschaftlich nicht mehr führen kann. Das sind Unternehmerentscheidungen, die ja nachvollziehbar sind. Wir sind überzeugt, dass die Innenstadtsperre die falsche Antwort auf die Verkehrsprobleme im Sommer sind. Denn es wurde bereits gesagt von Michael Wanner, 80% ist Durchgangsverkehr. Das heißt, diese 80% werden in Zukunft woanders fahren. Und zwar genau dort, wo die größten Probleme sind. Nämlich in der Rudolf-Bibel-Straße, Eduard-Baumgartner-Straße, Ignaz-Harrer-Straße, Lena-Brücken, da weichen sie aus. Dann natürlich Schwarzstraße. Das heißt, diese 80%, und das sind dann zwischen 6.000 und 8.000 Fahrzeuge, so wie es ausschaut. Wenn ich im Neudor über 14.000 Fahrzeuge habe, Müllner Hügel und so weiter, dieser Verkehr wird sich verlagern. Das heißt, genau diese 80% werden sich verlagern. Und ich gehe am liebsten dann mit Michael Wanner spazieren in der Altstadt und genieße und schaue mir das an, ob die Stadt stress- und staufrei ist. Nämlich diese Illusion muss man als Illusion bezeichnen, weil ich kann mir nicht beim besten Willen, also wenn es heißes Wetter, 30, 40 Grad, nicht einmal dann werden wir stress- und staufrei in der Stadt unterwegs sein. Ja, im Jahr 2007 hat die Wirtschaftskammer und der Altstadtverband einige Initiativen gesetzt, um diesem Problem auch Herr zu werden. Und ich möchte jetzt bewusst nochmal all diese Maßnahmen anführen, weil sie einen wesentlichen Beitrag geleistet haben, um genau in den Jahren 2007, 2008 eine Verbesserung herbeizuführen. Es wurden erstmals damals die ÖMTC-Stauberater eingeführt. Das war eine Initiative der Wirtschaftskammer. Es wurde die Zentrumsbeschilderung bei Abfahrt Nord und Süd gemacht. Das war eine Initiative bei der ASFINAG, nicht vom Stadtrat aus, sondern bei der ASFINAG, dass nicht alles über bei der Abfahrt Mitte in das Zentrum fährt. Dann die Erweiterung des dynamischen Parkleitsystems. Der Herr Stadtrat Bartuc hat immer wieder gesagt, wir brauchen das nicht, weil es gibt ausreichende Kapazitäten bei den Garagen, die 200.000 können wir uns sparen. Das war das Argument bis zuletzt.
bis zuletzt und jetzt, weil es funktioniert und weil man feststellen konnte, dass es sehr wohl zu einer Umleitung kommt und die Frequenzen bis zu 10% in den Garagen zusätzlich gestiegen sind durch das dynamische Parkleitsystem. Jetzt auf einmal war es auch seine Initiative. Es wurden die Parkdaten in Echtzeit im Internet kundgemacht. Es wurde ein Parkplan aufgelegt, das Park-and-Ride-Ticket eingeführt. Das waren alles Initiativen, die ursprünglich und ursächlich vom Altstadtverband und von der Wirtschaftskammer ausgegangen sind. Und nicht von Ihnen, Herr Stadtrat Bartusch. Sie können eins, Sie können Straßen sperren, da sind Sie Vollprofi. Aber wenn es um konstruktive Vorschläge geht, da bremsen Sie am Anfang oder Sie gehen halbherzig mit oder finden einen Schuldigen, warum das nicht funktioniert. Der Schlüssel zur Lösung des Problems ist, man muss an sehr vielen Stellschrauben drehen. Einige habe ich erwähnt, man muss da konsequent weiterarbeiten und man muss zwei Dinge beherzigen, umfassende Gästeinformation und neue Angebote schaffen. Die neuen Angebote in Richtung Ausbau der Mönchsberg-Garage, rascher Ausbau der Mönchsberg-Garage, dann aus unserer Sicht auch die Aufhebung Park and Ride, die Aufhebung der Gebühr bei Park and Ride Alpenstraße, Direct Shuttle zwischen Messezentrum und dem Zentrum. Man muss wieder reden, Wiedereinführung der Stauberater, Erweiterung des dynamischen Parkleitsystems und die Kaiviertelgarage und natürlich auch das vom Land entwickelte Gästereiseinformationssystem, was ja an den Kosten scheitert und da muss einfach die Stadt auch ihren Beitrag leisten. Statt die Erreichbarkeit der Altstadt zu verbessern, wird sie jetzt abgesperrt. Aus unserer Sicht ist das der falsche Weg. Wir halten das aus touristischer und standortpolitischer Sicht einen Wahnsinn. Nur zur Erinnerung, das dynamische Parkleitsystem hat der Martin Banusch eingeführt. Tatsachenrichtigstellung, bitte schön. Kollege Fuchs, zum einen, wenn man eine Idee für pervers bezeichnet, finde ich das auch noch keine Beleidigung, also das heute schon aus. Das Zweite aber, um die Tatsachenrichtigstellung zu machen, Sie haben mir offensichtlich schlecht zugehört. Ich habe gesagt, es ist legitim und politisch legitim in einer Demokratie sowieso, anderer Meinung zu sein, sich für was anderes einzusetzen, Stimmung für eine bestimmte Sache oder gegen eine bestimmte Sache zu machen, das ist legitim. Und was ich dann gesagt habe, war ein Appell und kein Verbot und keine Einschränkung oder sonst irgendwas, ein Appell, nicht etwas daraus zu machen, was man Self-Fulfilling Prophecy nennt, indem man das schlecht redet, nach erfolgter Entscheidung, sondern dass wir dann alle an einem Strang ziehen, damit die Sache gelingen kann. So, Kollege Bartusch ist jetzt am Wort. Ich glaube nicht, dass der Kollege Fuchs schlecht zuhört. Das ist nicht das Problem, das man hat mit ihm, sondern er ist einfach ein Meister im Verdrehen der Worte, im Verdrehen der Tatsachen, im Verdrehen der Geschichte. Und das ist mit ein Grund, warum die Atmosphäre nicht nur da herinnen im Gemeinderat regelmäßig anlässlich solcher Debatten von ihm vergiftet wird. Nehmen Sie zur Kenntnis, Herr Klubobmann, dass ich kein bekennender Ideologe bin. Das alles hat mit Ideologie nichts zu tun, aber wenn es ihr jetzt auch über die Seite Stau in Salzburg, das jetzt seit einem Jahr versucht, es mir umzuhängen. Das hat nichts mit Ideologie zu tun. Es hat ausschließlich etwas damit zu tun, dass man Fakten zur Kenntnis nimmt und danach handelt. Und eine positive Auswirkung hat die ganze Debatte zu einer Maßnahme, die ein besseres Baustellenkonzept ist, wenn man so will, ja. Und da in einer Form dramatisiert wird, dass da wirklich, heute wieder, ich meine, der Kollege Schöppel neigt ja ohne dies etwas zum Pathos, gell, in seiner Rhetorik, aber heute hier eine derart finstere griechische Tragödie zu zeichnen, weil man in der Stadt Salzburg über 4 Stunden und einen Monat lang einmal nicht den ganzen Verkehr durch die Altstadt durchpresst, sondern für diese 4 Stunden versucht, eine Entlastung zu schaffen, ist ja wirklich kennzeichnet für die gesamte Debatte, so wie wir sie herinnen führen. Aber das Positive wollte ich schon dazu sagen, ist schon,
wenn ich den Bürgermeister vom Weißbuch der EU und von den Maßnahmen, die darinnen beschrieben sind, reden höre, wenn ich andere Kolleginnen anderer Fraktionen davon reden höre, dass es notwendig ist, alleine schon um die Umweltstandards zu erreichen, dauerhafte Lösungen in dem Bereich zu schaffen, wenn ich dann lese, dass wir nicht umhin kommen, die Altstadt dauerhaft vom Verkehr zu entlasten, dann finde ich das eine sehr, sehr positive Auswirkung, weil dann haben sie zumindest manche jetzt die Dinge etwas genauer angeschaut. Und dann ist in dem Gemeinderat zumindest der Inhalt angekommen, dass es im Verkehr nicht um Ideologie geht, sondern um das zur Kenntnis nehmen von Tatsachen und von Fakten und dem verantwortungsbewussten Handeln danach. Und das finde ich allemal alleine schon wert, dass es diese Diskussion gibt. Zu sagen, die Bürger sind so aufgebracht und polarisiert, dass sie sogar im Planungsausschuss diskutieren gehen, ich bitte, auch in dem Punkt, lassen wir die Kirchen im Dorf. Ein Herr Harlander und ein Herr Fuchs, lassen Sie doch die Gelegenheit nicht entgehen, diesbezüglich einen möglichst großen Rambazamba zu veranstalten. Das ist ja bekannt, Sie sind ja dafür da. Sie bekennen es ja auch, dass Sie nur ein Ziel vor Augen haben und das ist schlicht und ergreifend, den Autoverkehr immer und überall und für jeden Weg maximale Freiheiten zu lassen. Und wenn ich dann nicht versuche, eine Demo zu machen, ja, dann weiß ich nicht, wann sonst eine Gelegenheit kommt. Aber zu sagen, das polarisiert und spaltet die Bevölkerung in dem Ausmaß, ist einfach nicht richtig. Wenn Sie in die sogenannte Bevölkerung, wenn immer Sie damit meinen, aber ich meine doch die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt hineinhören, dann werden Sie nicht umhinkommen, einzugestehen, dass wir eine zumindest 70-prozentige Zustimmung zu einer Entlastung der Innenstadt vom Verkehr haben. Diese 70-prozentige Zustimmung ist ein Fakt. Und sie drückt meines Erachtens nur die Sehnsucht der Menschen aus, dass wir endlich mit unserer Stadt anders umgehen. Und Verkehrspolitik steht nicht für sich, sondern Verkehrspolitik ist letztlich der Ausfluss dessen, was wir mit unserer Stadt wollen. Und wenn wir einen der wertvollsten Bereiche, den diese Stadt hat, nämlich den Gesamtbereich zwischen den Altstadtseiten, beiden Altstadtseiten und ihrem Fluss, der Salzach, wenn wir den weiterhin dafür verschwenden wollen, dort täglich 60.000 Kfz-Fahrten durchzupressen, bitte. Aber ich denke doch, dass es vielleicht auch lohnt, darüber nachzudenken, ob der Raum nicht für hochwertigere Dinge möglich wäre. Oder ob der nicht für mehr Lebensqualität für die Stadt insgesamt besser einsetzbar wäre. Aber diese Diskussion zu führen, alle, die heute so angedeutet haben, ja dann, wenn, dann machen wir schon irgendwie eine Dauerlösung und so weiter. Ich kann mir es nicht mehr anschauen, weil es anders gekommen ist. Aber ich glaube schon, dass wenn wir einen Amtsbericht vorgelegt hätten, wo drinnen gestanden wäre, wir sperren sozusagen alles zwischen Nontaler Brücke, Mühlen und Neudor und das nicht nur für 4 Stunden am Tag, dann hätte ich mal angeschaut, wo ihr alle da herinnen pickt wart, aber ziemlich sicher an der Decke da oben. Also je nachdem, man dreht und wendet das Ganze immer so, wie es einem gerade passt. Und interessanterweise beruft man sich auf die demokratiepolitischen Grundsätze immer dann, wenn es darum geht, etwas zu verhindern. Ich habe die letzten Jahre nichts gehört an Vorschlägen. Und Herr Kollege Fuchs, ich habe es Ihnen eh schon einmal gesagt, aber das ist ja auch so eine Besonderheit von Ihnen. Ihnen kann man sagen, so oft, wie man will. Sie bleiben trotzdem bei der Version, die Ihnen, was das Zeichnen des Bildes betrifft, am besten hineinpasst. Die Stauberater, ich habe sie begrüßt. Die Stauberater sind von jenen, die sie gestellt haben, nämlich vom ÖAMTC, selber als nicht mehr sinnvoll bezeichnet worden. Und deshalb nicht mehr da. Das dynamische Parkleitsystem habe ich mitgetragen. Ich habe euch nur damals so gesagt, es kann gar nicht so dynamisch sein, dass wir daraus eine wesentliche Entlastung an den sogenannten Schlechtwettertagen erwarten können. Und genau das ist eingetreten. Mitnichten habe ich mich dagegen ausgesprochen. Mitnichten habe ich es bekämpft. Mitnichten habe ich gesagt, die Kapazitäten der Garagen in der Altstadt sind so groß, dass das 100-mal ausreicht. Ich meine, ich weiß nicht, wann man bei anderen Veranstaltungen oder was weiß ich. Park-and-Ride-Ticket ist dann auch plötzlich Ihre Erfindung oder was? Also zumindest der Bereich
glaube ich, nicht Altstadtverband sagen, gell? Park and Ride Ticket ist nicht Altstadtverband. Ja? Und apropos Altstadtverband, die Kollegin Horni ist seit 5 Jahren eingebunden in alle Regelungen. Sie selber hat einbekannt, dass man leider zur Kenntnis nehmen hat müssen, dass Nermt seine Hausaufgaben gemacht hat. Bei den Besprechungen, die ich jedes Jahr im Herbst und im Frühjahr zur Neuregelung der sogenannten Schlechtwetterverordnung einberufen habe. Keiner hat irgendwie einen Finger gerührt. Es war jedem einfach wurscht. Aber dann, wenn es eine zusätzliche Maßnahme geben wird, dann sind das plötzlich alle diese Menschen, die man dann unbedingt vorher nur einbinden muss und die man unbedingt vorher nur mit ins Boot holen muss und mit denen man unbedingt nur reden muss, am Ende kommt nicht sehr viel raus dabei. Das zeigt leider auch die Erfahrung. Ja, und Kollegin Kirsch, wenn der Stau nicht wäre, dann ginge es uns alle besser. Dann würde man nämlich die Debatte darin wahrscheinlich gar nicht führen. Wenn der Stau nicht wäre, aber er ist halt der Stau. Und wenn man nichts tut, dann wird er sicher nicht besser. Und wenn man etwas macht, dann kann man der Meinung sein, es wird sich was verbessern, oder man kann auch der Meinung sein oder prophezeien, es wird sich nichts verbessern. Aber Fakt ist, dass es den Stau gibt. Und ja, Kollege Schöppel, ich stimme Ihnen zu, den Stau wird es weitergeben. Auch heuer. Das liegt aber nicht daran, dass wir in der Innenstadt für 4 Stunden am Tag die Durchfahrt nicht zulassen wollen und dieselbe Innenstadt damit entlasten wollen. Ja? Es liegt nicht daran, sondern es liegt schlicht und ergreifend daran, ich kann mich immer wiederholen, dass einfach das Gefäß irgendwann voll ist und wenn zu viele Autos zur selben Zeit unterwegs sind, und das ist mittlerweile ja chronisch so, dass es so ist, dann ist der Stau eine physikalische Folge, an dem wir nicht vorbeikommen werden. Aber ich denke, wir können doch einiges verbessern. Und jetzt eine kurze technische Antwort, worum geht es denn? Ich halte die Regelung aus mehreren Gründen, aber das sind wirklich ganz pragmatische Gründe, für notwendig. Der erste Grund ist, mir kann niemand erzählen, dass der Müllner Hügel, dass diese Kanalbaustelle am Müllner Hügel im Gegenverkehr, nämlich nicht nur für den öffentlichen, sondern auch für den Individualverkehr betrieben werden kann. Wenn du eine ampelgesteuerte Gegenverkehrslösung in dem Abschnitt einführst, Harry, dann wirst du dort in beide Richtungen Megastaus produzieren. Das ist eine ganz einfache Leistungsfähigkeitsabschätzung, die es längst gibt. Also ist die einzige Möglichkeit, die man machen kann, sie zumindest in einer Richtung offen zu halten und dann musst du überlegen, verkehrstechnisch, welche dann die richtigere ist und dann wirst du sehr schnell zum Ergebnis kommen, dass das die richtigere ist, statt auswärts den Key als Vorspur offen zu halten und statt einwärts nicht. Und wenn du Müllen sozusagen ohne das verlierst, wobei man ja noch darüber reden kann, was man mit den dort ansässigen Betrieben noch vereinbaren könnte, aber wenn du Müllen nicht zulassen kannst, weil es ein Baustück gibt, dann ist der nächste Ausweichpunkt die Neutorstraße. Und dann hast in der Zeit, in der die Neutorstraße eh permanent überlastet ist, diesen Verkehr auch noch in der Neutorstraße. Also allein aus dem Grund ist es notwendig, dass wir die Durchfahrt zumindest für diese 4 Stunden in dem heute zu beschließenden Bereich unterbinden. Und wir schaffen damit sicher auch, ich gehe doch davon aus, dass diese Diskussion zumindest dazu führt, dass die alle Salzburgerinnen und Salzburger, die täglich mit dem Auto in der Stadt sind oder sein müssen, wahrgenommen haben, dann werden sich diese eine andere Route suchen. Und die ist nicht über die Rudolf-Bibel-Straße. Warum sollte über die Rudolf-Bibel-Straße sein? Ja, warum sollte über die Rudolf-Bibel-Straße sein? Und dann haben Sie in den Hauptproblembereichen eine Entlastung vom Alltagsnormalverkehr, unter Anführungszeichen. Also selbst wenn die Botschaft an die Region, an unsere Gäste, kommt bitte in die Stadt, aber bitte lasst das Auto spätestens am Park-and-Ride-Platz stehen. Selbst wenn die nicht in dem Ausmaß ankommen sollte, dass das wirklich manche machen, hast du eine gewisse Entlastung und eine gewisse Kapazitätsreserve. Also es kann de facto nicht schlechter werden. Es kann nur besser werden. Und bitte lassen wir doch endlich die Kirchen im Dorf. Und tun nicht so, als ob das jetzt wirklich der absolute Untergang wäre. Es ist über einen Monat etwas, was wir uns vielleicht doch gemeinsam überlegen könnten, dann auf Dauer. Und das ist das eine Probemonat. Und dann reden wir darüber, was die Stadt wirklich braucht. Und das ist sicherlich mehr, als für 4 Stunden die Durchfahrt an einer Stelle zu unterbinden.
Danke, Kollege Weiser. Ja, jetzt ist der Kollege Weiser dran. Herr Gemeinderat, geschätzte Salzburg-Bevölkerung, zuerst möchte ich noch ein bisschen auf den Kollegen Wann eingehen. Es hört sich ja fast schon an, als ob wir in einem Arbeiterkammer-Wahlkampf sind. Also was die Arbeiterkammer nicht alles gemacht hat, sensationell. Sigi Bichler lässt grüßen. Wenn die SPÖ sonst da immer so hinter die Entscheidungen der Arbeiterkammer stehen würde, dann würde man beim Tunnel vielleicht woanders stehen. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, wissen Sie, was die Zahl 7162 mit dem heutigen Tag zu tun hat? 7162. Seit 7162 Tagen ist Herr Bartschut für die Verkehrs- und Stadtplanung in dieser Stadt zuständig. Seit mehr als 20 Jahren. Und genau diese 7162 Tage hätte er nutzen können, um ein brauchbares Konzept zu arbeiten, um die Verkehrsmisere in dieser Stadt zu beheben. Aber alles, was der Stadtrat und sein Bürgermeister so zusammenbekommen, ist dieser Husch-Pfusch-Amtsbericht, der in Wirklichkeit nur aus drei großen U besteht. Unvollständig, unrichtig und unbrauchbar. Dann liest man einen Amtsbericht, der die Innenstadtsperre beschließen soll, so findet man nichts. Keine konkreten Zahlen von Verkehrsmengen. Wie viele Autos fahren im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr durch das neue Tor? Oder wie viele Autos kommen über den Müllner Hügel? Wie viele Autos fahren bei der Staatsbrücke rechts Richtung Hanusplatz, Herr Stadtrat? Nichts davon im Amtsbericht zu lesen. Aber die noch bessere Frage, was passiert mit diesen Fahrzeugen, wenn sie dort nicht mehr fahren dürfen? Denn irgendwo müssen die Fahrzeuge ja hinkommen. Über die Ausweichrouten ist ja auch kein Wort verloren worden im Amtsbericht. Herr Hüttinger, zang's auf. Ich glaube, als Anwalt haben Sie gelernt, wenn der Herausfall redet, ist man drinnen ruhig. Das müssten Sie schon... Naja. Herr Bürgermeister, können Sie bitte auch dem Kollegen Hüttinger einen Ordnungsruf geben? Er ist anscheinend als Anwalt nicht fähig, dass er Zuhörerin herausfinden soll. Das gibt es aber gar nicht. Also, ich vermute, wir reden da von 5.000 bis 6.000 Fahrzeugen. Diese Autos werden dann die Nandalerbrücke, die Lenerbrücke, die Sinopstraßen und die Schwarzstraße verstopfen. Gratuliere, Herr Stadtrat. Statt einer verstopften Stadt an 9 bis 11 Tagen im Jahr schafft Rot und Grün ein Verkehrschaos an mindestens 24 Tagen im Sommer. Weiters fehlt komplett der Bezug zur Wirtschaft. Denn, dass die Wirtschaftstreibenden der Altstadt dem Bürgermeister Schaden egal sind, hat er dem Altstadtverband durch das Abbrechen der Gespräche ziemlich deutlich zu verstehen gegeben. Genauso egal ist ihm der Schaden für den Fremdenverkehr durch ein nicht funktionierendes Verkehrsmanagement. So ist bis auf einige wenige Parkplätze mehr am Flughafen nicht viel Neues zu finden bei dieser Ergänzung zur Schlechtwetterverordnung, wie Sie es so schön nennen. Nun stellt sich schon die Frage, warum soll ausgerechnet heuer das funktionieren, was die letzten Jahre nie geklappt hat? Aber es betrifft ja nicht nur die Altstadt. Rot und Grün schädigen durch den heutigen Beschluss die Wirtschaft der kompletten Stadt. Wenn Arbeiter, Angestellte und Unternehmer ihre Zeit unproduktiv im Auto versitzen, weil Rot und Grün eine Straße nach der anderen sperren und den Salzburgern faktisch eine Altstadtbrücke wegnehmen, so ist das wirklich weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Aber wie gesagt, die Wirtschaft ist denen beiden ja ohne dies egal. Weiters unklar ist auch noch, wie heute aber noch nicht erwähnt worden ist, wie das Ganze kontrolliert werden soll. Von der Polizei, die hat doch wirklich was Wichtigeres zu tun, als 24 Tage im Sommer diese Zufahrtsgenehmigung zu kontrollieren. Und die im Amtsbericht erwähnten Wachorgane dürfen zwar die Autofahrer informieren, den Verkehr regeln dürfen diese aber nicht. Das bedeutet Chaos, meine Damen und Herren. Da steht nicht nur der Bürger, da steht auch der öffentliche Verkehr, wenn sich die Autos von der Staatsbrücke zurückstauen. Da kommt der Bus auch nicht weiter. Die von der FPÖ vorgeschlagene Bürgerbefragung ist somit nur zu begrüßen. Da kann Rot und Grün mal zeigen, wie sie es wirklich halten von ihrer direkten Demokratie. Sollte der Bürger entscheiden, was Sache ist? Ja. Oder fürchten Sie etwa, dass sie bei der Bevölkerung doch keine Mehrheit finden für diesen Schmarrn? Diese vom Stadtrat erwähnten 70% der Salzburger, die angeblich hinter diesem Konzept stehen, werden 105.000 Salzburger. Also das schaue ich mir an, wer für den Schmarrn da ist. Achtung, Achtung, nicht alles, was da in der Zeitung steht, ist immer richtig. Gell? Außer es passt euch in Kram, dann schon. Ja, da, wie bei euch, das ist ja genauso. Das, was wir nehmen können, nehmen wir, das andere, das haben wir dagegen. Gell?
Ich bin wieder an den Punkt angelangt, an dem ich auch schon bei der letzten Gemeinderatssitzung gewesen bin. Der Bürgermeister ist mittlerweile nur noch ein reiner Machtmensch. Andere Meinungen werden nicht mehr akzeptiert. Da kommt der alte Fürsterzbischof wieder durch. Erzherzog, wenn schon. So, Kollegin Tatzl. Lieber Johann Padutsch, wenn man dir so zuhört, was du über die Verkehrsproblematik gesprochen hast, und wir kennen uns ja doch schon seit einigen Jahren in dem Gemeinderat, dann könnte man ja sagen, es sind durchaus Ansätze dabei, die wir mittragen können. Es sind durchaus auch Richtlinien dabei, wo wir sagen können, ausgearbeitet wäre das umzusetzen. Aber so wie dieser Amtsbericht das Licht der Welt erblickt hat, war es der falsche Weg. Nämlich, und da zitiere ich aus einer Salzburger Tageszeitung, es waren Geheimverhandlungen, die durch eine Indiskretion das Licht der Welt erblickt haben, und der Bürgermeister war sehr erbost darüber. Geheimverhandlungen über ein Thema, das die Stadt Salzburg wirklich nachhaltig betrifft und nicht nur diesen Gemeinderat, sondern auch die, die ja nichts davon wissen dürfen, nämlich die Bewohner, die Wirtschaftstreibenden und die Touristen. Und eins muss man schon auch einmal sagen, die erste Amtszeit unseres Herrn Bürgermeisters hat sich ausgezeichnet, und wir waren alle sehr verwundert, durch besondere Transparenz beim Budget, durch Diskussionsbereitschaft, durch Zugänglichkeit für Argumente und dann durch eine Entscheidungsfindung. In der zweiten Ära Schaden sind diese positiven Arbeitsgrundlagen leider immer mehr verschwunden. Und jetzt in der dritten Ära Schaden ist von dem alles nichts mehr vorhanden. Jetzt muss man im Gemeinderat auch noch darum kämpfen, dass man sein Rederecht kriegt. Aber was haben wir in der dritten Ära Schaden? Wir haben eine rot-grüne Mehrheit, und da kann man über Entscheidungen ja drüber fahren. Da kann man ganz einfach in Geheimverhandlungen Konzepte oder auch Nicht-Konzepte ausarbeiten und die dann als fixfertigen Amtsbericht vorlegen, obwohl es genügend Gelegenheiten gäbe, auch Fraktionen einzubinden und Pläne, die nachhaltig sind, auszuarbeiten. Es geht nicht darum, zumindest meiner Kollegin und mir geht es nicht darum, dass wir verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Stadt verhindern wollen. Aber sie müssen sinnvoll sein. Sie müssen sinnvoll und nachhaltig sein. Und sie können nicht immer wieder, jedes Jahr wiederkehren, so wie die Sommersperre, die Schlechtwettersperre, wie immer sie geheißen hat. Immer kurz bevor die Saison beginnt, zaubern wir schnell einen Bericht heraus und den müssen wir dann husch-pfusch beschließen. Der Bericht und die Verhandlungen waren so geheim, dass wir nicht einmal bei den Budgetberatungen darüber informiert werden durften. Darum muss ja heute laut Amtsbericht die Maßnahme auch außerplanmäßig, überplanmäßig bedeckt werden. Ja, hätte man denn nicht Zeit gehabt, und da gebe ich einigen Vorrednern schon recht, dass man wirklich im Herbst beginnt mit den Vorbereitungsarbeiten. Haben wir denn aus der Bussperre, die wir nach der Ostöffnung in Salzburg hatten, nicht gelernt, welch negatives Image auf die Tourismuswirtschaft es hat, wenn plötzlich Reisebusse ausgesperrt werden? Jetzt machen wir es mit den Touristen. Ja, Michi Wanner, ich gebe dir recht. Es gibt auf der ganzen Welt Städte, wo die Innenstädte oder der Stadtkern verkehrsberuhigt ist. Aber keine Stadt stellt dieses Thema so dilettantisch an wie die Stadt Salzburg. Hätte man nicht mit der ASFINAG schon seit Jahren verhandeln können, dass man die notwendige Beschilderung kriegt? Und wenn der Herr Stadtrat im Radio sagt, das kostet Geld, die wollen Geld von uns, ja, aber wir haben ja auch eine Verhandlungsposition als Stadt Salzburg. Die ASFINAG braucht ja auch ab und zu einmal von uns etwas. Hätte man in diese Verhandlungen nicht auch gleich die Verhandlungen über die notwendige Beschilderung mit einbeziehen können? Natürlich habe ich. In diesem Fall wurde es nicht gemacht oder nicht nachdrücklich gemacht. Aber ein Phänomen hat dieser Amtsbericht und die zukünftige Sperre schon. Bis jetzt war nicht immer zu Recht, nicht immer zu Recht, ich wiederhole das, der Stadtrat Padutsch der Buhmann, wenn es speziell um Verkehrsfragen geht. Aber diesen Titel darf er sich jetzt mit dem Bürgermeister teilen, denn der hat nach anfänglichen Zaudern und Zögern
Nach dem Versprechen, alle einzubinden und erst nur mit deren Mitbestimmung die Sperre umzusetzen, dann doch nachgegeben. Und Michi Wanner, du wünschst dir einen Gästetyp, der schon vorher weiß, was er tut, bevor der Salzburger Gemeinderat oder die zuständigen Beamten Maßnahmen und Lösungen ausgearbeitet haben. So frei nach dem Motto, liebe Gäste, schickt uns das Geld, bleibt aber zu Hause, wir haben Stau. Und dein Appell, lieber Michi, dein Appell, doch bei der Evaluierung mitzuarbeiten, der verhallt leider. Und warum verhallt er? Nämlich genauso wie die Gäste, die im Vorhinein noch nicht wissen, was du von ihnen erwartest, genauso wenig können die Verhandlungspartner, die du an den Tisch bringen möchtest, wissen, wann die Geheimsitzungen stattfinden. Meine Damen und Herren, wir sind bereit für Gespräche und für konstruktive Lösungen. Aber solange das so bleibt, solange es keine nachhaltigen Konzepte gibt und die Konzepte, die man hat, wo durchaus gute Ansätze drinnen sind, aber so schnell und husch-pfusch beschlossen werden, dass die notwendige Informationskampagne, das Geld, die Vorbereitung und das Image der Stadt Salzburg durch Nichtinformation darunter leiden, solange können wir solchen Beschlüssen nicht zustimmen. Kollege Schöppel. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Ihnen alleine obliegt die Sitzungsleitung des Gemeinderates. Es ist ausschließlich und alleine Ihre Entscheidung, den Antrag der Freiheitlichen auf Durchführung einer Bürgerabstimmung hier nicht zuzulassen und den Gemeinderäten das Recht wegzunehmen, darüber abzustimmen. Nur deshalb, weil Sie vielleicht Angst haben, in einer namentlichen Abstimmung in dieser Sitzung vielleicht nicht mehr die Mehrheit hinter sich zu wissen. Vielleicht, weil Sie auch Angst haben vor dem Votum der Bürger. Die Verantwortung dafür trifft Sie alleine. Und die Argumentation, die Sie hier heute uns gegeben haben, diesen Antrag nicht zuzulassen, ist eine fadenscheinige. Erstens, der Antragstext besteht aus mehreren Punkten, wobei bei der Mehrheit dieser Punkte nicht einmal im Ansatz sich eine Diskussion ergeben könnte, wo es sich denn da überhaupt um eine Verordnung handeln könnte. Punkt 2. Der Text des Punktes 1, darf ich Ihnen den Antragstext, der dem Gemeinderat vorliegt, heute kurz inhaltlich vorlesen. Das Sommerverkehrsmanagement 2012 in der Variante Innenstadt, Klammer auf, kleine Variante, Klammer geschlossen, dann folgt eine Aufzählung von Straßenzügen, wird samt den Details beschlossen. Herr Bürgermeister, dieser Text unter 1 ist keine Verordnung. Der Text einer Verordnung müsste lauten, der Gemeinderat beschließt oder erlässt folgende Verordnung, Doppelpunkt, und dann müsste sich der Text einer Verordnung finden. Dieser Punkt 1 kann bei bestem Willen keine Verordnung sein und ist daher dem Beschluss der Bürger durchaus zugänglich. Punkt 3, wenn es denn eine Verordnung wäre, Herr Bürgermeister, dann könnte ja heute hier der Gemeinderat ja wohl nicht darüber beschließen. Wen könnte es sich ja rein theoretisch nur um eine Verordnung nach der Straßenverkehrsordnung handeln? Und da stelle ich schon die Frage, wie sollte der Gemeinderat eine derartige Verordnung erlassen? Würde, wie Sie das argumentieren, hier der Gemeinderat diese Verordnung erlassen heute mit diesem Text, dann wäre das ja wohl auf jeden Fall rechtswidrig. Es handelt sich also um eine fadenscheinige Begründung, bestenfalls Rechtsbeugung zum Schaden der direkten Demokratie. Schämen Sie sich. Aber als Sitzungsleiter, der Sie sind, fordere ich Sie auf,
wenn Sie schon so argumentieren, diesen Gemeinderat aufzuklären. Und zwar erstens dem Gemeinderat den Text der Verordnung bekannt zu geben, den dieser Gemeinderat jetzt und hier beschließt. Sie sagen, es wird jetzt eine Verordnung beschlossen, dann hätte ich gern den Text dieser Verordnung gewusst. Zweitens möchte ich wissen, wenn dieser Gemeinderat eine Verordnung erlässt, aufgrund welcher Rechtsgrundlage dieser Gemeinderat hier und heute die Kompetenz hat, die von Ihnen zitierte Verordnung zu erlassen. Ich bitte Sie als Leiter dieser Sitzung, diese beiden Dinge aufzuklären. Ich zitiere nochmals A, den Text des Tagesordnungspunkt 14, wie er in der Tagesordnung steht, Verkehrsmanagement Sommerferien 2012, Ergänzung zur Schlechtwetterverordnung. Zweitens, ich zitiere den Paragraph 53a des Stadtrechts, Verordnungen dürfen nicht Gegenstand einer Bürgerabstimmung sein. Ich lasse jetzt namentlich abstimmen. Rudi Kampf, bitte ruft die Gemeinderäte jetzt der Reihe nach alphabetisch auf. Bitte, Rudi. Aigner, Auinger, Plagi, Karl. Der Antrag der FPÖ auf namentliche Abstimmung wird jetzt behandelt. Dann lasse ich so abstimmen. Dann habe ich das missverstanden. Entschuldigen Sie. All abstimmen, wer mit dem Antrag der Berichterstatterin einverstanden ist, bitte ich jetzt um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, dann ist es mehrheitlich so beschlossen. Ich komme zum Tagesordnungspunkt Gestaltungsbeirat Karl. Gegenantrag der ÖVP, ich lasse über den Gegenantrag der ÖVP abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Gegenantrag ist abgelehnt, dann lasse ich jetzt über den Hauptantrag des Berichterstatters Karl abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe gegen FPÖ und Liste Tatzel. Dann haben wir jetzt die ganzen Flächenwidmungspläne. Erinnert es mich, welcher Punkt war offen im Stadtsenat? 20. Dann lasse ich jetzt von 16 bis 19 abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, keine Gegenstimme, stelle ich fest. Dann kommt jetzt Tagesordnungspunkt 20, Auinger, Lauda V. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, also gegen F. Ja. Dann die nächsten sind wieder einstimmig, glaube ich, oder? Okay, dann lasse ich es drei noch abstimmen jetzt. Altmax-Klan-Zentrum Schmidt. Lauda V. Zusatzantrag, das war genau keine Aufbaustufe, lass über den Zusatzantrag abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe abgelehnt und lasse ich über den Hauptantrag abstimmen. Lauda V. Gegenprobe Einstimmigkeit. Dann Alpenstraße Süd, Marco Porsche, wieder ein Zusatzantrag der ÖVP, nehme ich an, oder? Lasse über den Zusatzantrag keine Aufbaustufe zu machen abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Hauptantrag, Lauda V nehme ich an. So beschlossen. Gegen F. So. Bürgerliste, gegen Bürgerliste, weiß ich. Und bei der F, wie schaut es da aus? Zeigt es einmal auf, die dagegen sind. Schöppelschimmer. Gegen Schöppel und Schimmack, okay. Eintrittsgebühren Hellbrunn, Wörndl, Lauda V nehme ich an. So beschlossen. Gegen F. Danke, die Sitzung ist geschlossen.